Willkommen, wie ich jetzt vergessen haben soll, herzlich willkommen auch Funktionsträger. Ich übergebe den Abend dann auch die Moderation an Jörg Fritz. Also ich will es nicht lange aufhalten, mein Name ist Jörg Fritz. Ich kandidiere hier im Wahlkreis Göppingen, zu dem seltsamerweise auch Reichenbach gehört, für den Landtag. Ich bin 51 Jahre, war mal Gemeinderat und Kreisrat im Landkreis Esslingen, das ist schon ein paar Jahre her. Und bin jetzt neu eingestiegen. Bei so einem Wahlkampf kann man so alte Schlachtrösser wie mich offensichtlich gebrauchen. Ich möchte nicht lange aufhalten. Boris wird vorstellen Stuttgart 21. Und dann werden wir nachher, ich denke, das wird das Hauptinteresse sein von Ihnen auch, Herr Busse, und von anderen, mal drüber reden, was hat denn das für Auswirkungen auf die Kilstalstrecke. Da sind doch offensichtlich einige Irritationen entstanden. Und wir hoffen, dass wir die heute Abend ausräumen können. Dankeschön. Boris. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass es hier so voll ist. Das ist erstens natürlich schön als Redner, wenn man nicht vor leeren Stühlen sprechen muss. Und zweitens ist es auch schon Vorgeschmack auf das, was den Eisenbahnverkehr erwartet, wenn Stuttgart 21 gebaut wird. Drangvolle Enge. Und das werde ich Ihnen versuchen, heute Abend zu erläutern, wie ich zu dieser Auffassung komme. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Kollege Richter, der Bürgermeister hier am Ort, die Schlichtungsverhandlungen verfolgt hat und da insbesondere bei meinen Ausführungen hellhörig geworden sei, so stand es in der Zeitung, dass da Gefahr für Reichenbach drohe, nämlich Ausbau der Vilstalstrecke. Ich fühle mich da nicht richtig verstanden und das war für mich auch ein Anlass, nochmal zu fragen, ob es eine Gelegenheit gibt, und da danke ich jetzt für die Einladung, darüber mal in Reichenbach zu reden, also zu erklären, was wollen wir? Wir heißt die Gegner von Stuttgart 21, die Freunde des vorhandenen Kopfbahnhofes, auch die Grünen, aber ich rede jetzt stärker für dieses Bündnis zum Erhalt des Stuttgarter Kopfbahnhofes. Und dann natürlich, was hat es für Auswirkungen auf die Vilstalstrecke? Ich glaube, man kann das nicht voneinander trennen. Und weil uns ja häufig vorgeworfen wird in jüngerer Zeit, wir seien eine Dagegenpartei, fange ich auch ganz bewusst mit dem an, wofür wir sind. Also ich will Ihnen erläutern, was unser Konzept für die Zukunft des Eisenbahnverkehrs hier im Ländle ist. Und daraus ergibt sich dann auch unmittelbar, was das für das Vilstal bedeutet. Ich will das aber doch verbinden mit der Darstellung, was nach meiner Auffassung die Probleme von Stuttgart 21 sind für den Eisenbahnverkehr im ganzen Land und damit natürlich auch für das Vilstal, aber nicht nur für das Vilstal. Und ich hoffe, dass ich so lange, bis ich noch ist der für mich das Strudel, aber dann sind meine Sorgen, dass ich durchhalte. Sie wissen ja, wenn der Referent beim Reden ein bisschen ins Huschen kommt, denkt die CSU sofort an, über seine Gesundheit zu sprechen. Und deswegen brauche ich jetzt dringend ein Glas Wasser, dass mir da nichts passiert. Und ich den Abend durchhalte. Also, ich fange an mit einem Zitat von Dr. Geisler. Zwei wesentliche Zitate aus dem Schlichterspruch, weil schon da die Missverständnisse beginnen. Sie alle lesen in der Zeitung, Geisler hat sich für Stuttgart 21 ausgesprochen. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum nach der Schlichtung und den Umfragen die Zustimmung zu Stuttgart 21 kurzfristig angestiegen ist. Wenn Geisler dafür ist, dann wird es ja schon in Ordnung sein. Er hat aber gar nicht gesagt, dass er für Stuttgart 21 ist, sondern er hat genau das hier, ich war ja dabei, er hat genau vorgelesen, was in seinem Text stand, er hat das hier gesagt. Ich kann den Bahnhof, den Bau des Tiefbahnhofs nur befürworten, wenn entscheidende Verbesserungen an dem ursprünglichen Projekt vorgenommen werden, also aus Stuttgart 21 ein Stuttgart 21 Plus wird. Über dieses Plus rede ich heute Abend noch. Wichtig ist mir, dass die logische Umkehrung dieses Satzes lautet, dass er gegen Stuttgart 21 in der vorhandenen Form ist. Also die Planung, die vor der Schlichtung schon im Bau war, lehnt er ab. Weil nur mit Plus kann er es befürworten. Daraus folgt, ohne Plus ist er dagegen. Aber die Überschriften der Zeitungen sind gerade andersrum. Scheint mir mal wichtig festzuhalten, das geplante Projekt hält auch Herr Geisler nicht für zu befürworten. Und das ist meiner Auffassung nach schon mal eine wichtige Aussage. Wenn Sie eine andere Interpretation dieses Satzes einwerfen möchten, ich bin gern bereit, auch
Diskussion schon mittendrin zu führen. Melden Sie sich, rufen Sie dazwischen, ist alles in Ordnung. Zweiter wichtiger Satz. Die Gegner von Stuttgart 21 haben in den Schlichtungsgesprächen deutlich machen können, dass es mit dem Kopfbahnhof 21 eine durchaus attraktive Alternative gibt. Es gibt jedoch ganz konkrete Nachteile. Und dann ist man natürlich gespannt, wenn der Schlichter sagt, es gibt konkrete Nachteile. Was sind denn die Nachteile? Der einzige Nachteil, den er benennt, und ich behaupte, es gibt auch keinen anderen, ist der, der danach steht. Der am schwersten wiegende Nachteil liegt darin, dass aus heutiger Sicht eine Verwirklichung des Kopfbahnhofs 21 nicht als gesichert angenommen werden kann. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass das Projekt inhaltlich keine Nachteile hat. Es hat nur den Nachteil, dass man 15 Jahre was anderes geplant hat. Mehr sagt der Schlitterspruch dazu nicht. Und das bedeutet für mich jedenfalls überhaupt keinen Grund, von der Auffassung abzurücken, dass das bessere Projekt ohne Nachteile gebaut werden sollte. Und nicht das schlechtere Projekt, das man sich halt 15 Jahre in den Kopf gesetzt hat. Und das zu beweisen, wird ein weiterer Bestandteil dessen, was ich jetzt vortragen möchte, sein. Was ich Ihnen vortragen möchte, hat 6 Kapitel. Und wenn Sie sich darauf einstellen können, ganz kurz wird es nicht, aber ich hoffe, Sie sind heute Abend ausdauernd. Erstens, Kopfbahnhof 21, die nie geprüfte Alternative. Also, was wollen wir? Und das war auch ein wesentliches Ergebnis der Schlichtung, das wurde gar nicht untersucht. Die Bahn hat nie ernsthaft einen modernisierten Kopfbahnhof, einen leistungsstarken Kopfbahnhof, wie wir ihn vorschlagen, hat sie gar nicht geprüft, gar nicht Gegenstand ihrer Untersuchung. Warum? Weil sie sich von vornherein auf den Tunnelbahnhof festgelegt hat. Und diese fehlende Alternativenprüfung ist der Grundmangel des ganzen Verfahrens. Dann werde ich über Stuttgart 21, was denn übrig geblieben ist, nach der Schlichtung, nach dem Faktencheck sprechen. Ich werde Ihnen meine These, dass es sich um einen Engpass handelt, erläutern. Ich werde Ihnen erklären, was dieser Stresstest für Stuttgart 21 bedeutet und was der Stresstest für die Landeskasse bedeutet. Und am Schluss die entscheidende Frage zu beantworten versuchen, wird es jetzt gebaut oder gestoppt? Wir machen nach dem ersten Kapitel aber schon den Einschub, was bedeutet es für die Vilstal-Trasse, denn da ist, was wir vorschlagen, bereits erklärt. Was sagen wir vor? Wir schlagen erstens vor, dass die bestehenden alten Bahnsteigdächer, dass die wegkommen, dass die Gepäckbahnsteige rauskommen und dass dort ein moderner, lichtdurchfluteter Bahnhof gebaut wird. Also eine neue Bahnhofshalle. Sie sehen die Montage hinten, der bestehende Bahnhof, der noch stehende Südflügel und dann ein Glasdach, glasüberspannt, wie man es in Frankfurt, in Leipzig und auch in vielen anderen Großstädten in Deutschland und Europa sehen kann. Großer Vorteil, ebenerdig von Gleis zu Gleis, keine Aufzüge, die kaputt sind und keine Schwierigkeiten mit Koffern und Güterwagen. Das ist also Maßnahme 1, Kopfbahnhof selbst modernisieren und das könnte nach meiner Überzeugung in 5 Jahren im Bau sein und sicherlich fertig sein, bevor Stuttgart 21 je in Betrieb gehen kann. Ein Bahnhofsdach zu bauen, ist kein Hexenwerk. Zweitens, auch die Planfeststellung ist im bestehenden Bahnbereich kein Problem. Sie können das innerhalb von 2 Jahren genehmigen. Lassen Sie, weil es langsam geht, 4 ins Land gehen, dann ist in 5 Jahren jedenfalls Baubeginn. Das ist vollkommen kompatibel und entspricht auch dem, was Sie bei anderen Bahnhofsbauten haben. Wenn man eine Bahnhofshalle bauen will, dann kann man, wenn man anfängt zu planen, nach 5 Jahren bauen. Das ist möglich. 2 ist die Optimierung und Sanierung des bestehenden Gleisvorfeldes. Da ist jetzt 20 Jahre nichts mehr gemacht worden, da muss man investieren, das ist richtig, aber das ist alles im bestehenden Bahnbereich, da brauchen Sie keine Planfeststellung dafür. Und 3 ist die Übernahme einer Planung für Stuttgart 21, genau die Brücke über den Neckar, die für Stuttgart 21 schon planfestgestellt ist, könnte man nutzen, um 2 weitere Gleise in den Kopfbahnhof einzuführen und damit 6-gleisig, hier gibt es ja schon 6-gleisig Richtung Cannstatt zu kommen. Das ist der wesentliche Infrastrukturzubau, weil der Engpass im Stuttgarter Bahnknoten genau hier sitzt. Die 4 Gleise zwischen Cannstatt und Stuttgart bremsen den Bahnverkehr, denn danach geht es ja 8-gleisig weiter, 4 nach Remstal, 4 ins Remstal und 4 bleiben im Vilstal. Und dass hier nur 4 liegen, das ist der eigentliche Engpass des Eisenbahnverkehrs im Zentrum des Landes. Das sind die 3 Ausbaumaßnahmen im Kessel. Und dann geht es aber weiter, und da wird es für Sie jetzt interessant. Wir schlagen vor, dass diese 2 zusätzlichen Gleise, also das 5. und 6. Gleis,
in Cannstatt durchgeführt wird. Das bedeutet den Umbau dort des Gleiskopfes, aber nicht in einem größeren Umfang als bei Stuttgart 21. Und dann zwei weitere Gleise bis Obertürkheim, dann abbiegen, entweder mit einer Brücke oder einem Tunnel auf die andere Seite des Neckars und dann hier ein relativ kurzer, wesentlich kürzerer als der Stuttgart 21 Tunnel, kurzer Tunnel bis Denkendorf, dann ist man an der Autobahn und auf der Trasse für die Neubaustrecke. Das heißt, man fädelt eben an einer anderen Stelle in die Neubaustrecke nach Ulm ein. Man kommt nicht über den Tunnel hier, sondern man kommt so. Und diese Stelle war in der Schlichtung eine wichtige Diskussion. Da hat der Herr Bitzer, das war von der Stuttgarter Straßenbahn, dieser Ingenieur, hat mindestens eine Stunde lang mit vielen Bildern versucht, zu beweisen, was wir als Gegner von Stuttgart 21 alles kaputt machen wollten. Also er hat uns unterstellt, und das sehr gezielt, was wir alles zerstören würden, wie schlimm das alles aussehen könnte. Es waren immer Fotomontagen, die die Sache möglichst dramatisch dargestellt haben. Hat uns dabei auch viele Sachen unterschoben, die wir gar nicht wollen. Und das ist sehr vergleichbar mit dem, was in Vilstal passiert. Man baut erstmal eine Attrappe auf, die wir gar nicht vorgeschlagen haben, um sie dann erfolgreich zu bekämpfen. Kein sehr faires Verfahren. Was sich aber gezeigt hat bei unserer Diskussion, ich habe die Frage gesehen mit der Gleisarbeit, bei unserer Diskussion, es gibt neben den vorhandenen Gleisen ausreichend Platz für zwei weitere Gleise. Da sind Fotos in der Schlichtung gezeigt worden, kann man alles nachgucken. Und Herr Käfer von der Bahn hat klipp und klar gesagt, das ist machbar. Es gibt keinen Zweifel daran, dass man hier ohne in Wohngebiete oder in Gebäude, man muss nirgends abreißen, nirgends eingreifen, allein auf Bahnkörper die 6 Gleise bis hierhin bringt und dann abzweigen kann zur Autobahn. Jetzt haben Sie dazu eine Frage? Ja. Sie haben sich gemeldet, glaube ich. Da ging's ums, ich glaube, es ging ums Bier. Glaube ich. Aber Sie haben gewonnen. Ja, habe ich das richtig verstanden? Also bislang, bis vor einer Minute, habe ich die Haltung der Grünen so verstanden von ihrem Kretschmann und allem, was in der Presse steht, dass sie die Neubaustrecke ablehnen. Ich habe gerade verstanden, das ist jetzt eine neue Variante oder eine andere Variante und die Neubaustrecke wird dann ab Punkt 6 gebaut. Es ist doch wichtig, dass wir beieinander sind, weil diese Grafik hier habe ich in der Schlichtung gezeigt. Also es ist nicht neu, was ich heute sage, sondern das ist unsere Position aus der Schlichtung. Und Sie werden doch, Sie können die Videos angucken, ihr seht doch jetzt hier keinen Schmuck, kannst du den noch nachlesen. Stimmt auch. Das können Sie nachlesen. Das war unser Vorschlag. Zur Neubaustrecke, ich komme gleich nochmal drauf. Aber zur Neubaustrecke, klare Aussage, wir haben nirgends, Kretschmann auch nicht gesagt, wir lehnen die Neubaustrecke ab. Also wenn ihr das einredet, versucht aber ihr... Aber ich völlig anders verstehe. Das kann sein, aber das wird gezielt verbreitet. Sage ich ja, Attrappen aufbauen. Doch, ich kenne ja die Leute, die das verbreiten. Es wird uns eine Position untergeschoben, die gar nicht unsere ist. Ja? Und dagegen verwahre ich mich, zumal es Videobeweise gibt. Also es ist ja nicht wie beim Fußball, wo der Schiedsrichter was nicht gesehen hat, und dann hat es gar nicht stattgefunden. Sondern wir haben das alles auf Video. Sie können sofort heute Abend im Internet überprüfen, was wir gesagt haben. Was da Herr Kretschmann sagt... Ich sehe schon die Meldung, bitte. Was der Herr Kretschmann sagt, ist, wir stellen die Neubaustrecke in Frage. Das heißt nicht, wir legen sie ab. Das ist ein deutlicher Unterschied in der deutschen Sprache. Was heißt in Frage stellen? Frau Abgeordnete, ich bin gleich dabei. Was heißt in Frage stellen? In Frage stellen heißt, dass der Herr Kretschmann sagt, wir waren sehr lange für die Neubaustrecke. Das können Sie auch oft nachlesen. Als ich noch verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im Landtag war, haben wir immer gesagt, wir sind für die Neubaustrecke, aber gegen den Tunnelbahnhof. Kann ich Ihnen X-Pressemitteilungen dazu geben. Da war die Neubaustrecke aber noch mit 2 Milliarden Euro kalkuliert. Und jetzt sagt die Bahn offiziell, sie kostet 3 Milliarden Euro. Seriöse Rechnungen des Bundesrechnungshofs und anderer Institutionen sagen, das langt nie, das kostet 4 Milliarden Euro. Und jetzt ist die Frage, die wir an dieses Projekt stellen, schlicht die, ist es sein Geld wert? Und ich finde, das ist auf einem bodenständigen Filmsthema eine zulässige Frage. Denn die Rechnungen, die der Bund aufmacht, sagen, übersetzt auf Deutsch, wenn die Kosten über 3,2 Milliarden Euro hinaus ansteigen, sind sie höher als der Nutzen des Projektes. Das ist der Wert von knapp 1,2, den die Rechnung noch ergeben hat. Also 1,2-fach höherer Nutzen
Wenn man 2,9 Milliarden investiert, also ist der Nutzen bei 3,3 Milliarden Euro volkswirtschaftlich. Und der unterstellt immer, dass dort Güterzüge gefahren, die es nie geben wird. Das heißt, tatsächlich ist die Strecke heute schon volkswirtschaftlich kritisch und sie rutscht, wenn man reale Baukosten, also die künftigen Baukostensteigerungen, einpreist, volkswirtschaftlich ins Minus. Und jetzt kann man als Baden-Württemberger sagen, das ist uns egal, das zahlt ja der Bund. Kann man machen, ich habe nichts gegen das Argument. Allerdings stimmt es nicht, weil wir ja 1 Milliarde Landesgeld selber reinstecken in die Strecke. Und dann gilt das Argument halt schon, dass man fragen darf, ist das Geld noch gut angelegt. Damit sage ich nicht, dass die Neubaustrecke falsch ist. Sage nicht, ich bin dagegen. Ich sage nur, man muss nochmal sehr ernsthaft abwägen, ob sie ihr Geld wert ist. Und diese Diskussion, die haben wir in der Schlichtung geführt, das kann man nachlesen. Sie haben was Schriftliches vor sich liegen, bitteschön. Ich habe nicht nur was Schriftliches vor mir liegen, sondern ich habe gestern auch eine Diskussion mit meinem Wahlkreiskandidatenkollegen Andreas Schwarz und ich bin jetzt etwas verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Gersten auf die Frage, was die Grünen wollen, ganz deutlich gesagt hat bei einer Podiumsdiskussion, dass sie nicht die Neubautrasse wollen. Also es ist nicht so, wie Sie sagen, dass so eine Abwägung jetzt noch stattfindet, sondern es war ganz klar die Aussage, wir wollen die Neubautrasse nicht in der öffentlichen Podiumsdiskussion. Es wurde vom Kollegen Schwarz auch gesagt, dass sie wollen, dass die Züge durchs Vilstal gehen, also keine Neubautrasse, kein K21 mit Anbindung nach Wendlingen. Ja. Und ich habe hier auch schriftlich tatsächlich die Stellungnahme vom Kollegen Retschmann, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, im Landtag und den beiden Kandidatenkollegen Andrea Lindlohr und dem Andrea Schwarz hier aus Esslingen und Kirchheim, ich darf mal eben zitieren, unser aktueller Stand ist der, dass wir gemeinsam mit dem Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 zu dem Schluss gekommen sind, dass die von der DB und dem Land favorisierte Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wegen ihrer faktisch fehlenden Güterzugtauglichkeit und den enormen Baukosten von wahrscheinlich 5 bis 6 Milliarden Euro für 60 Kilometer Streckenlänge wirtschaftlicher Unsinn ist, der in dieser Form nicht realisiert werden sollte. Und ich finde, die Frage müssen wir jetzt klären. Ich will jetzt hier definitiv wissen, für was sind die Grünen eigentlich? Sind sie jetzt für die Neubaustrecke oder nicht? Und zwar genau deshalb, weil das extreme Auswirkungen hat auf die Frage, wie der Verkehr in Neckar und Vilstal dann nachher gestaltet wird. Weil wenn die Neubaustrecke nicht kommt, dann muss der Güterverkehr und der Schienenverkehr, der Nahverkehr und der Fernverkehr irgendwo geleitet werden. Und dann sind wir hier in Neckar und Vilstal extrem betroffen. Deswegen ist diese Frage wirklich zu klären und da möchte ich eine klare Aussage, weil das geht völlig konträr und man kann nicht immer sagen, ja wir überlegen es uns, dann sind wir dagegen und dann machen wir es vielleicht doch. Also ich denke, das müssen wir einfach an den Anfang stellen, sonst brauchen wir, glaube ich, hier einfach auch nicht weiter diskutieren. Also ich kann das beantworten. Erstens, ich sehe keinen Widerspruch zwischen dem, was Sie vorgelesen haben, was ich gesagt habe. Ja, und das erkläre ich Ihnen jetzt auch, weil es ist ja alles deutsche Sprache. Wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dass das Projekt bei echter Kalkulation unwirtschaftlich ist, dann ist es nach der Bundeshaushaltsordnung verboten, es zu bauen. Darüber können Sie auch nicht hinweg. Und wenn dann die Frage kommt, was machen wir denn dann? Dann sagen wir, dann lasst uns zusehen, dass wir die Planung so verbessern, dass sie wieder wirtschaftlich wird. Zum Beispiel, indem sie güterzugtauglich wird. Eine Strecke, die Güterzüge abwickelt, hat einen völlig anderen volkswirtschaftlichen Nutzen als eine, die wesentlich steiler ist als die Geislinger Steige und deswegen nie im Güterzug sehen wird. Ja. Übrigens auch fürs Vilstal. Sie müssen sich klar machen, diese Neubaustrecke lässt Ihnen die lauten Güterzüge hier im Vilstal und nimmt die nützlichen Personenzüge raus. Ja, das heißt, nach München fahren gibt es dann nichts mehr. Die nützlichen Personenzüge verschwinden nach dem Fahrplan, den die Bahn vorgelegt hat. Die Güterzüge bleiben alle im Vilstal und Lärmschutz bekommen sie keine. Das ist die vorliegende Planung. Ja, ich sehe jetzt viele Hände, aber lassen Sie mich also nochmal klarstellen. Wir stellen Sie in Frage, wenn die Rechnungen so sind, wie wir es gerade dargestellt haben, kann sie gar nicht gebaut werden. Dann wollen wir eine bessere Neubaustrecke. Wenn das Geld dafür langt, ist gut. Und nur wenn das alles nicht funktioniert, kann am Ende ein Schluss stehen, sie kann gar nicht gebaut werden, dann müssen wir uns neu unterhalten, was machen wir dann mit dem Eisenbahnverkehr. Aber wir sagen nicht, wir lehnen die Neubaustrecke ab, sondern diese Planung mit dieser Steigung und diesen Wirtschaftlichkeitsdaten, wenn eine Regierung das überprüft und sich das bewahrheitet, die hat ein dickes Fragezeichen dran.
Und das Fragezeichen ergibt sich jetzt gar nicht aus einer Gegnerschaft der Grünen, sondern aus Recht und Gesetz in diesem Land. Aber der Herr Kretschmann hat definitiv gesagt, als er gefragt wurde, er ist gegen diese Neubaustrecke, wegen den nicht mehr vertretbaren Kosten. Das gleiche hat auch der Herr Palmer gesagt, im Wortprotokoll Seite 123 nachzulesen von der Schlichtungssitzung. Insofern ist das, was Sie in der Schlichtung vorgetragen haben, eigentlich eine riesen Täuschung des Publikums, weil alles, die ganzen Vorzüge, die K21 hat, eigentlich nur dann Sinn machen, wenn sie mit der Neubaustrecke gekoppelt wird. Das ist nur wenn sie keine Neubaustrecke haben oder in ihrem Zwei-Stufen-Plan ihre Bauabschnitte machen, dann sie brauchen kein K21. Die Diskussion brauchen wir gar nicht weiterführen. Wenn Sie Stuttgart nicht ins Hochgeschwindigkeitsnetz einbinden, und es geht nur mit einer Neubaustrecke, dann brauchen wir nicht weiter diskutieren. Und deshalb ist auch das Gutachten von Rösler vorgestellt worden, wo sie ja drei Alternativen, oder der Gutachter drei Alternativen untersucht. Die einfachste ist die im Pilztal, der Ausbau. Deswegen haben wir uns in Reichenbach so aufgetreten, weil wir sind genau am gleichen Punkt, wie wir hier 1987 waren. Ja? Als die ganze Planung im Blohing losging, nicht in Stuttgart. Deswegen, die Bahn hat ursprünglich auch mit dem Kopfbahnhof Stuttgart geplant, das ist nicht richtig, was ich am Anfang gesagt habe. Die zweite Alternative ist diese Neigetechnik, die dann ein Kollege vorgestellt hat in der Schlichtung. Da hätten wir dann einen Inselbetrieb von Stuttgart nach München. Also kein Internetstand. Also bin dann schon bis München. Die ist keine Einbindung ins Hochgeschwindigkeitsnetz. Und das dritte, das hat Herr Kretschmann dann schriftlich unserem Bürgermeister geantwortet, sei er dafür, und da würde man sich ja auf gleicher Ebene treffen, eine neue Neubaustrecke zu untersuchen. Eine Wollmilchsau, die erstens weniger Steigung hat, dass Güterzüge fahren können, zweitens kürzer ist und drittens die geologisch empfindlichen Stellen ausspart. Also da ist ja wirklich lang genug untersucht worden, auch in unserem Rahmen und über Hochdruck und sonst was. Und deswegen glauben wir einfach nicht, dass wenn Sie sagen, Sie sind für die Neubaustrecke, aber nicht zu diesen Kosten, weil Sie sagen, die Kosten sind sowieso jenseits von Gut und Böse, dass wir am Schluss nicht doch das Pilztal wieder in der Diskussion haben, so wie es jetzt ist. Wenn, egal, Stuttgart 21 geht nur mit Neubaustrecke, aber vor allem, wenn K21 weiter diskutiert wird und K21 scheibchenweise diskutiert wird, dann sind wir hier im Schneider. Ich gehe davon aus, das sind bloß Fotos und keine Filmaufnahmen. Wovon? Hier von diesen Wortbeiträgen. Und ich gehe davon aus, dass da hinterher nichts bei YouTube oder sonst was steht, weil sie sonst im Bereich der Persönlichkeitsverletzungen sich bewegen. Ich weiß nicht, was hier auf dem Markt ist. Jeder, der nicht irgendwo stehen will, sagt mir das nachher, der wird rausgeschnitten. Das ist selbstverständlich. Wenn jemand möchte, dann muss man das auch mal sagen. Also, dann zahlt sie auch am Anfang, wenn sie auch schon wenig gefilmt werden, damit es. Genau, dann wird jeweils ausgeschaltet. So, also jetzt reden wir nochmal kurz über die Neubaustrecke. Wobei ich Sie schon darum bitten würde, den Kontext, ich würde danach auch nochmal gerne weitermachen, den Kontext nicht von vornherein auszuklammern. Wichtige Differenzierung: Der Kopfbahnhof funktioniert mit Neubaustrecke, mit der geplanten. Er funktioniert auch mit einer besseren. Und so verstehe ich Kretschmann, und ich habe oft mit ihm telefoniert, so verstehe ich uns. Wir wollen eine Prüfung, ob es eine bessere Alternative gibt als die vorliegende Planung, die für das Pilztal bedeutet, Güterlärm bleibt hier und Personenzüge verschwinden. Das kann auch nicht das Optimum für das Pilztal sein. Sie würden mir vielleicht zustimmen, wenn es gelänge, sie muss übrigens nicht billiger sein, sie muss nur wirtschaftlicher sein, also mehr Nutzen haben, wenn es gelänge, eine Trasse zu entwickeln, die auch Güterzüge fahren lassen kann bei Nacht. Weil nachts fährt kein ICE. Nachts ist es stillgelegt, da fährt gar nichts auf dem teuren Ding. Dass das besser wäre, als das zu bauen, was jetzt geplant ist. Das kann im Pilztal ja niemand sagen, wir wollen unbedingt die Güterzüge behalten. Und das wirklich nochmal
detailliert durchzuprüfen, das ist das Ansinnen. Ich sage Ihnen auch klipp und klar, ich habe nichts gegen diese Neubauanstrecke an sich, nicht mal gegen die vorliegende Planung. Es ist schon anderer teurer Unsinn gemacht worden, also da muss man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Und die Leute, die in Stuttgart demonstriert haben, da ist keiner auf die Straße gegangen, weil er gegen die Neubaustrecke demonstrieren wollte, sondern weil sie gegen den Tunnelbahnhof sind. Und für mich ist das eine ganz klare Trennlinie. Ab hier kann ich als Grüner sagen, das ist zumindest zusätzliche Kapazität, da können mehr Züge fahren, als wenn es die Strecke nicht gibt. Es geht schneller nach Ulm, das ist alles okay, es ist nur teuer. Da, die andere Seite, Stuttgart 21, macht den Eisenbahnverkehr kaputt. Das ist der große Unterschied. Und deswegen will ich über die Seite hier schon mal auch nochmal reden, weil Sie, glaube ich, nicht nur über eine Neubaustrecke sprechen dürfen, sondern schon über den ganzen Bahnknoten, Einbindung ins Hochgeschwindigkeitsnetz. Und jetzt möchte der Kandidat auch noch ein Wort dazu ergänzen. Also, deswegen haben wir den Abend ja unter anderem auch gemacht. Das kenne ich Ihren Namen leider nicht. Meiner? Ja. Kleng aus Reichenbach. Herr Kleng. Winfried Kretschmann hat am 27. Januar an mich und den Kandidaten im Wahlkreis Geislingen geschrieben, ich kann es Ihnen auch gerne zuschicken. Im Gutachten Firek Rösler beschriebenen Einzelmaßnahmen zur Beschleunigung der Fernzüge sind Vorschläge der Gutachter, die aufzeigen sollen, dass es auch Alternativen zur Neubaustrecke gibt. Diese Vorschläge hat sich unsere Fraktion weder zu eigen gemacht, noch lehnen wir sie pauschal ab, man muss sie untersuchen. So. Er schreibt auch, wir werden nicht mit der Abrissbirne durchs Vilstal fahren. Position der Grünen im Vilstal ist klar. Es gibt keine Brückenbauwerke, es gibt keine Tunnelbauwerke, weil Firek Rösler im Gutachten selber schreibt, das Ganze wird so oder so zu teuer. Es rechnet sich nicht. Können Sie nachlesen, Gutachten Firek Rösler, Seite 58 vom September letzten Jahres. So, was ist aber in den Schlichtungsverhandlungen passiert? Da hatten wir auch drüber diskutiert. Das ist ja genau die Sorge, die mir hinter das nichts passiert. Herr Bus, da hat man ja auch drüber diskutiert, was passiert, wenn die Neubaustrecke kommt, dem Vilstal. Und dann darf ich Ihnen vorlesen, was die Frau Gönner am 4. November, können Sie nachlesen, Seite 129 im Schlichtungsprotokoll sagt. Es ist vorgesehen, und das hatten wir auch schon dargestellt, mit der Neubaustrecke eine Entflechtung der Verkehre vorzunehmen. Das heißt, der Fernverkehr und im Übrigen auch Teile der Regionalverkehre auf die Neubaustrecke zu bringen und dafür die Möglichkeit zu bekommen, insbesondere die S-Bahn nach Göppingen durch Vilstal zu verlängern. Nur, nach dem Gutachten des Landkreises Esslingen, auftraggebenden Gutachten des Landkreises Esslingen von Mailänder Consult, letztes Jahr vorgestellt im Kreistag Göppingen, geht es auch ohne. Die Strecke hat in den letzten 20 Jahren über ein Drittel ihrer Kapazität verloren. Es waren heute 100 Züge weniger auf der Strecke als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das heißt, es ist kein Kapazitätsproblem, sondern das Gutachten, das der Landkreis Göppingen in Auftrag gegeben hat, weist nach, eine Verlängerung der S-Bahn bis Göppingen oder bis Süßen oder bis Geislingen, gleich Frau Flora und Herr Bus, sagt eindeutig, die S-Bahn-Verlängerung ist möglich, es gibt keine Kapazitätsprobleme. Die Varianten, die jetzt weiter verfolgt werden, Variante 4a und Variante 5, rechnen nicht mit Stuttgart 21. Allein die Variante 1 rechnet mit Stuttgart 21 mit der Neubaustrecke. Diese Variante wird vom Landkreis Göppingen aber überhaupt nicht weiter untersucht. Das ist das Problem. So, jetzt zitiere ich nochmal aus dem Schlichtungsprotokoll. Dr. Volker Käfer. Ich möchte allerdings einen Punkt erwähnen, bei dem ich nicht mit Ihnen übereinstimme. Die Schnellbahnstrecke stellt selbstverständlich einen Vorteil für den Güterverkehr dar, da wir in Zukunft den Regionalverkehr ebenfalls auf dieser Strecke abwickeln. Das heißt, die Bahn plant, und dann Nachfrage von Werner Wölfle, verkehrspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, nur damit ich Sie richtig verstehe, Herr Käfer, Sie schaffen auf der Neckar-Vilstrecke Platz, damit dort mehr Güterverkehr fahren kann. Dr. Volker Käfer, ja. Schlichtungsprotokoll, 22. Oktober,
Seite 35. Das ist das Problem, das wir im Vilstal haben. Wir haben keine Kapazitätsprobleme, um die S-Bahn nach Göppingen und nach Süßen und eventuell nach Geislingen zu verlängern. Sondern wir haben das Problem in Göppingen, dass wenn die Neubaustrecke gebaut würde, wenn sie finanzierbar ist, was ich in Frage stelle, dass der ICE halt in Göppingen, in Blochingen wegfällt, dass IAE-Verbindungen auf die Schnellbahnstrecke geleitet werden. Und man hat es in Bayern gesehen, die fahren dann über Schnellbahnstrecken und das Vilstal wird im Schatten der Neubaustrecke verhungern. Das ist das Problem. Die Bahn möchte im Vilstal, das ist die Planung der Bahn, Platz schaffen für Güterverkehr. Ich habe vorhin Boris Palmer abgeholt in Blochingen auf dem Bahnhof. Da sind ein Haufen Züge durchgefahren. Und ich konnte prima mit meinem Handy telefonieren. Und da kam ein Güterzug. Da sind wir vorher weggeflogen. Wir haben kein Problem mit den ICE-Zügen, mit den IC-Zügen, mit den IAE im Vilstal. Das ist nicht das Problem. Was wir an Lärmbelästigung haben, sind die Güterzüge. Und die werden weiter durchfahren. Das Herr Fritz, es hat mal Kreise Faktencheck und alle Punkte auf den Tisch. Was ich vortrage, ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt die Variante 4a und DB Meile in der Kunsthalle. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ein S-Bahn-Verkehr light, der nicht die Qualitätsstandards hat, die man in der Region Stuttgart schon sonst hat von den Bedienungsstandards. Die massive Auswirkungen dann halt auf die S-Bahn-Verbindung nach Kirchheim, weil die komplett umgebaut werden muss, weil sonst die Bedingungen in Blochingen nicht mehr passen. Und dass man relativ schnell unter den Druck kommt, und das steht im Mailänder Konzern auch drin, dass man dann doch das Gleis von Blochingen, das dritte Gleis von Blochingen bis Uhingen braucht, um die ganze Verkehre zu bewältigen. Und es ist halt mitnichten so. Das will ich aber gar nicht, ich mag mir auch nicht vorstellen, wenn einmal dann die ICEs, die im Übrigen in Blochingen nicht halten, sind die ICs, die halten, wenn einmal die ICEs mit 150 Stundenkilometer durch den Blochinger Bahnhof durchfahren, so wie es viele größere im Gutachten sagt, dass man das braucht. Deswegen ja das Thema Überwerfungsbauwerk, das entweder ein Tunnel ist oder eine Brücke. Und das muss man machen, auf was ich eigentlich hinaus will. Und das ist eigentlich das verkehrspolitische Schlimme an dieser Haltung. Ich könnte jetzt auch mal noch Kretschmann aus ein paar Schreiben zitieren, dass man sagt, in nächster Zeit passiert hier eigentlich gar nichts, man hat Kapazitäten, man versucht uns hier so ein bisschen ruhig zu halten, still zu halten, bis wir dann auf diese IHK-Studie verwiesen, wobei ich die auch etwas anders lese, dass bis 2025 auch im Güterverkehr nicht auch viel mehr passiert. Wir wissen doch, welche Planungsprozesse wir haben. Wir würden, wenn jetzt hier alles aufgehört würde, und das ist ja irgendwo Position der Grünen, letztendlich wieder auf der Planungsstand 1990 zurückgehen und müsste dann 2020 wieder versuchen, etwas auf die Füße zu stellen. Das würde nicht gelingen, weil ich davon ausgehe, dass der Schiene die Zukunft gehört. Und dann werden wir die Verkehre haben und dann wird man auf Biegen und Brechen das durchs Vilstal durchhauen müssen irgendwie. Und dann sind die Bürger in Blochingen, in Reichenbach und weiter im Vilstal die Dumme an diesem ganzen Spiel. Und davor warnen wir und da haben wir bis jetzt immer noch plausible Aussagen. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht, einem Satz, den Sie gesagt haben, stimme ich voll zu. Die Zukunft gehört dem Schienenverkehr. Und der Ausbau der S-Bahn nach Göppingen und wenn finanzierbar, auch darüber hinaus, ist das zentrale Infrastrukturprojekt für den Landkreis Göppingen in den nächsten Jahren. Ja. Und der Ausbau der S-Bahn auf die Filter ist das zentrale Infrastrukturprojekt für den Landkreis Esslingen. Das sind unsere Raumschaften, die wir bedienen müssen. Wir hauen der schienengebundene öffentliche Nahverkehr 20 Jahre rückwärts, weil alle Planungen auf S21 basieren. In Ihrer Logik, die Folgerung stimme ich Ihnen nicht zu. Aber ich stimme Ihnen zu, dass wir langfristig einen Ringschluss schaffen müssen. Stimme ich Ihnen voll zu. Da sind wir ganz beieinander. Das, was wir uns vorstellen können im Vilstal, dass man nämlich die stillgelegten Gleise, die es ja gibt, dass man die reaktiviert, damit die S-Bahn, damit langsamere Züge Ausweichmöglichkeiten haben, um ein IC und IC vorbeizulassen. Das hat nämlich den Vorteil, wenn die Neubaustrecke gebaut wird, geschieht in puncto Lärmschutz im Vilstal gar nichts.
Überhaupt nichts. So, aber haben Sie, Herr Bus, ich möchte das, das, ich möchte die S-Bahn ausbauen und erleben. Herr Bus, kommen Sie wieder vor. Ja, okay. Das können wir sofort machen. Das sind, wenn diese Baumaßnahme getroffen würde, um stillgelegte Gleise zu reaktivieren, dann muss die Bahn einen Lärmschutz finanzieren und dann haben alle Gemeinden im Pilstal was gefunden. Also, eine Sekunde, jetzt reiße ich mal das Wort wieder an mich. Weil ich es zwar sehr spannend finde und auch gern bereit bin, wenn ich mal die Chance hatte, vorzutragen, was ich mitgebracht habe, das dann auszudiskutieren. Aber ich glaube, es fehlt uns nach wie vor im Kontext. Und jetzt würde ich eine Bitte formulieren. Seien Sie bitte genauso kritisch, wie Sie im Moment gegenüber der Frage sind, was denn im Pilstal passiert, wenn ich Ihnen jetzt darstelle, was mit Stuttgart 21 passieren soll. Und legen Sie den gleichen Maßstab an, weil dann will ich nachher sehen, ob Sie dann immer noch der Meinung sind, das muss man bauen. Also diese kritische Haltung freut mich ja. Das ist etwas sehr, sehr Positives. Aber können wir das Güterverkehrsthema kurz abschließen? Ja, das ist nur die halbe Wahrheit gewesen, wenn Sie hier im Pilstal anschmeißen. In der Schlichtung, etwas später haben Sie ja nachgewiesen, wie Alternativtrassen gehen. Wie also die Neubaustrecke gar nicht braucht oder noch mehr abwandert. Und vor allem, weil die Privaten die Geislinger Steige meiden, wenn sie über 1.000 Euro für die Schublock zahlen müssen. Also diese Angst mal, die können wir hier nicht mehr brauchen. So, jetzt sage ich noch einmal Replik und dann lasst uns aber bitte nochmal in dem Kontext weitermachen. Das Thema Angstmache ist ja wichtig. Ja? Aber wir sind uns einig, das war jetzt ein Güterverkehrsmaßnahmen. Das sind irgendwelche Antworten. Darf ich jetzt schon halten wir doch einfach mal fest, da gibt es ja überhaupt nicht viel rumzudeuten, alles schwarz auf weiß da. Die Bahn selber sagt, der Nutzen der Neubaustrecke für den Güterverkehr ist, dass dann mehr Güterzüge im Pilstal fahren können. Das bestreiten Sie nicht. Das sind also nicht wir, die das sagen, sondern die Bahn. Wir haben dann allerdings mit unseren Experten nachgewiesen, dass die Pilstalstrecke nicht in großem Umfang in den nächsten 10 Jahren mehr benutzt wird, weil die so lange die Pilstalstrecke meiden, wie es Alternativkorridore gibt, die nicht so steil sind. Wenn aber die Prognosen der Bundesregierung zutreffen, dass der Güterverkehr in 30 oder 40 Jahren dramatisch größer ist als heute auf der Schiene, dann ist die logische Konsequenz eben doch, dass innerhalb einer Zeit, die manche hier erleben werden, das, was die Bahn will, eintrifft, nämlich dass erheblich mehr Güterverkehr durchs Pilstal rollt, weil er die andere Strecke nicht benutzen kann. Und jetzt sage ich Ihnen, als einer, der nur Oma im Pilstal hatte und eine Tante und ein Onkel oft da war und den ICE vorbeifahren sehr hat, weil wir in der Blumenstraße in Ebersbach 100 Meter die gewohnt haben, die kennt das alles, sage ich Ihnen, die Pilstäler haben versäumt, genauso aufzustehen, wie Sie jetzt aufstehen, als die Planung der Neubaustrecke durchgeführt wurde. Sie hätten niemals akzeptieren dürfen, dass eine Neubaustrecke geplant wird, die Ihnen den ganzen Güterverkehr im Tal lässt. Ja. Da ist es. Halt, Blocking auch Einspruch erhoben in der Planfeststellung so gegen die Neubaustrecke. So, Mann, jetzt bleiben wir mal sagen Sie noch einen Satz und dann wird er aber weitermachen. Jetzt bitte mal die Realität. Jetzt bitte mal die Realität auf den Tisch zum Thema Güterverkehr. Ich glaube, die sind bloß zum Stehen da. Nein. Und zum Thema Güterverkehr. Erstens einmal, Sie argumentieren immer auf Zahlen von 2009 und so weiter. Sie wissen, dass wir 2009 einen Einbruch hatten im Güterverkehr von 40%. Die Bahn hatte den nicht. Die Bahn hat 40%, Straße hat 20 gehabt, Schiff hat 30 gehabt, irgend so. Also Einbruch. So, das wissen wir, das war die Krise. Wir werden 2012 circa wieder die Güterverkehre haben in Summe, die wir hatten. Und dann sind Steigerungsraten von 60% da. Prognostiziert im Plan des Landes und des Bundes. Jetzt machen Sie aber Angst. Jetzt denken Sie noch mal weiter. Das heißt, Güterverkehr im Pilstal. Jetzt tun Sie noch mal still langsam. Ich kann schon mal ausreden. Also wir müssen der Realität ins Auge schaffen, dass die Güterverkehre stark zunehmen.
Und wenn, was ja hier Konsens ist, wenn wir alle wollen, dass mehr auf die Schiene kommen, dann werden alle Schienen mehr Güterverkehr haben, egal welche Gleise sie bauen. Auch das Pilztal, das wird die Realität am Ende des Tages sein. Mit dem müssen wir rechnen. Ja? Damit müssen wir uns generell mal damit auseinandersetzen, wie wir das mit dem Güterverkehr überhaupt hinkriegen. Das sage ich Ihnen, das sehen wir jetzt von unseren Fraktionen im Neckartal schon seit Jahren dran, dass wir die Güterzüge leiser kriegen. Das ist nämlich das entscheidende Thema, dass wir mal bei dem Güterverkehr, den können wir nicht irgendwo über verbannen. Sie sagen, jetzt nehmen wir dahin, der Nächste sagt, wir sind dorthin, also der vom Remstal sagt, das muss ins Neckartal, und der von der Neubautrasse sagt, das muss wieder ins Pilztal. Das geht nicht, sondern wir brauchen Lösungen, dass der Güterverkehr deutlich leiser wird. Und da gibt es klare Programme, wo der in den nächsten Jahren um 50%, also um 100%, also halbiert wird. Da müssen wir ran, an solche Themen müssen wir ran, weil wir können den nicht verbannen. Das nächste, was ich noch zum Güterverkehr sagen wollte, auf einer Schnellbahntrasse, wo Züge 250 Kilometer fahren sollen, das wäre nämlich die Neubautrasse, da können Sie nur bedingt auch schon von der Menge bestimmte Güterzüge fahren lassen, weil ein Güterzug mit 65 Kilometern, das fahrt ein schwerer Güterzug nur. Da können Sie nicht viel auf die Trasse schicken, weil da kommt nämlich der schnelle ICE von hinten, der muss dann warten. Das geht alles gar nicht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Güterverkehre auf den alten Strängen bleiben, auch im Pfiffstag. Da beißt die Maus beim Vater. Und auf das müssen wir uns einstellen. Und da die Leute Angst zu machen, dass dann mehr Güterverkehre auf die Pfiffstag-Trasse kommen, das ist für mich nur Augenwischerei. Das wird kommen, so oder so. Ja, jetzt ist gut. Jetzt bin ich Ihnen erstmal dankbar, dass Sie Ihrem Nachbarn gesagt haben, was er mir unterstellt hat. Ja, Sie machen ihm ja Angst, indem Sie sagen, es gibt viel mehr Güterverkehr im Pfilztal. Das hat er mir vorgeworfen, jetzt sind Sie gesagt. Ja. Das ist doch gut. Das ist doch Realität. Ja, also wenn es die Realität ist, dann ist man keine Angst machen, sondern die Wahrheit. Ja. Und das Zweite ist, wenn die Wahrheit ist, dass der Güterverkehr wächst und es richtig ist auf der Schiene, dass man dann schon ziemlich vernagelt sein muss, um zu sagen, wir geben 3 oder 4 Milliarden Euro aus für eine Strecke, die neben der Autobahn ist, wo keine Sau wohnt, und die Ladezüge bleiben da, wo die Menschen leben. Das habe ich doch nicht gesagt. Natürlich, aber die Logik. Sie bauen eine Neubaustrecke für 3 Milliarden. So steil, dass dort kein Güterzug fährt. Und überall sonst, wo die Leute an Güterzugtrassen wohnen, die ganze Rheintalschiene diskutiert darüber, dass sie die lauten Güterzüge auf die neue Trasse haben wollen, damit in ihren Orten nur noch die Leichenzüge, die Personenzüge fahren. Und hier macht man es umgekehrt. Und alles, was wir sagen, ist, gerade wenn wir die Menschen im Pfilztal ernst nehmen, hätten wir immer dafür kämpfen müssen, dass die Trasse güterzugtauglich wird. Und das Argument mit den 65 Stundenkilometern ist halt falsch. Weil der Güterverkehr weit überwiegend nachts abgewickelt wird, da wo die Leute schlafen wollen. Und deswegen haben sie von abends um 11 bis morgens um 6 eine komplett freie Neubaustrecke, da fährt kein Schnellzug. Das glaube ich. Und wann fährt denn bitte schön im Fenster ein einziger Nachtzug gibt es und das war's? Ja, selbstverständlich. Das ist doch. Jetzt gehen Sie mal ins Rheintal. Da fährt nachts von 11 Uhr bis morgens um 5 Uhr im 4-Minuten-Takt der Güterverkehr. Weil tagsüber keine Trassen da sind. Das geht ja gar nicht. Tags ist der Personenverkehr auf der Strecke. Und genau das Gleiche wird natürlich auch in diesem Raum so sein. Nachts fahren die Güterzüge, weil sie ungestört durchkommen und sich nicht mit Personenzügen beklagen müssen. Ihr haltet in dieser Zeit 5, 6 ICEs. Und das sind die ICEs. Zwischen 23 Uhr nachts und 5 Uhr morgens 5 ICEs, die möchte ich im Fahrplan sehen. Die möchte ich sehen. Ich weiß von einem einzigen, das ist der Nachtzug. Wenn es nur zweite gibt, ist viel. Und die zwei Züge in 6 Stunden stören den Güterverkehr 0, gar nichts. So wird es gemacht in ganz Europa, nachts die Güterverkehre durchrauschen lassen. Und deswegen können Sie selbstverständlich in den 6 Stunden auf der Neubaustrecke 12 Züge pro Stunde, 72 Güterzüge problemlos abwickeln, ohne dass irgendein Schnellzug davon behindert wird. Und das wäre die richtige Lösung. Und die haben Sie im Pfilztal leider verpasst, weil Sie nicht aufpasst hätten. Tut mir leid. Sie haben sich den Lärm eingehandelt und machen mir das vor. Es verhöhnt gerade die Leute, die vor 20 Jahren hier sich engagiert haben, auch Grüne. Überhaupt nicht. Die gegen die Brittian-Trasse marschiert sind, da gab es viele. Überhaupt nicht. Das, also ich glaube, da wird sich mancher... Überhaupt nicht. Ich sage nur,
sich jetzt hinzustellen und zu sagen, diese Neubaustrecke ist toll, kann man mit Vernunft als Fitzteller nicht tun, sondern muss sagen, die Grünen haben recht, eine Neubaustrecke, die den Güterverkehr auch aufnimmt, ist toll fürs Fitztal. Nur dann ist es eine runde Sache. Ich rede jetzt nicht mehr über den Güterverkehr, von daher brauchen Sie sich auch nicht aufregen, sondern jetzt reden wir nochmal über das, was mit dem Personenverkehr passieren soll. Diese Folie hier zeigt, und da geht es jetzt nur ums Prinzip, wir haben einen Fahrplan vorgelegt, der auch Durchbindungen realisiert. Es wird ja immer gesagt, man braucht einen Tunnelbahnhof, einen Durchgangsbahnhof, damit man durchfahren kann. Das will zwar fast niemand, aber gut. Wenn man durchfahren will durch Stuttgart, geht es auch mit dem Kopfbahnhof. Wir haben hier, das sind immer die dicken Linien, wir haben Fahrpläne konstruiert, bei denen der Zug zum Beispiel aus dem Pfingsttal reinfährt in der Kopfbahnhof und dann rausfährt nach Heilbronn. Er wendet, also das heißt, man muss halt dann in die andere Richtung fahren, guckt in die andere Richtung aus dem Fenster, aber es ist genauso möglich, gibt es auch heute schon. Es gibt Züge, die in Blochinger halten und nach Heilbronn weiterfahren. 5 Stunden Wartezeit in Stuttgart, ne? Nein. Doch. Also nein, ich zeige mir nachher den Fahrplan. Ich würde es mal um eines bitten. Lassen wir Boris Palmer mal den Vortrag durchführen. Ja. Und machen wir nachher noch. Über jedes Thema vom Vortrag und ich bin gern bereit, auch nochmal über die Pfingsttalstrecke und was da wirklich drauf bleibt und welche Auswirkungen es gibt für Reichenbach, für Bloching und für den Landkreis Göttingen zu diskutieren. Aber ich würde vorschlagen, jetzt lassen wir den Vortrag durchlaufen, sonst kommen wir eine Minute durch. Also, Botschaft, und ich sage Ihnen gleich, wie es mit der Zeit aussieht. Erstmal die Botschaft dieser Folie. Wir haben sehr, sehr viele durchgebundene Linien mit dem Kopfbahnhof konstruiert. Es gibt welche, die enden, das sehen Sie hier. Aber es gibt massenhaft durchgebundene Linien, das sind die Dinge, das geht auch mit dem Kopfbahnhof. Und zwar auf den interessanten Strecken, während dummerweise der Tunnelbahnhof auf den interessanten Strecken keine Durchbindungen erlaubt. Das kann ich Ihnen später nochmal erklären. Jetzt kommt die Frage nach der Zeit, die drängt sich auf. Sie können die Zahlen vermutlich da hinten nicht lesen, das ist jetzt aber nicht entscheidend. Wir haben einmal eine Aufstellung gemacht zwischen allen Städten, die nicht nur S-Bahn halt sind, sondern mindestens RE halt. Da sehen Sie also hier Ulm und da Göppingen und haben dann ermittelt, wie ist die Fahrzeit mit dem Fahrplan, den die Bahn für Stuttgart 21 vorgelegt hat und wie ist die Fahrzeit mit unserem Fahrplan für Kopfbahnhof 21. Und die Bahn hat gesagt, unser Fahrplan ist machbar. Land und Bahn haben gesagt, das ist machbar, aber nicht unsere Planung. Und dabei kommt raus, Sie sehen hier sehr viel Grün, das ist insgesamt immer positiv, wenn man sehr viel Grün hat. Sie sehen hier sehr viel Grün. Grün ist die Farbe von Kopfbahnhof 21. Ich sage Ihnen den entscheidenden Wert hier unten. Je dunkler das Grün ist, umso größer ist der Zeitvorteil unseres Kopfbahnhof-Fahrplans mit den Durchbindungen und den Wendezeiten, die Sie unterstellen. Das ist keine Viertelstunde. Die Fahrzeiten sind in 58 Fällen schneller mit dem Kopfbahnhof und nur in 30 Fällen schneller mit Stuttgart 21. Beide Fahrplankonzepte gegeneinander gelegt. Also, es geht schneller, wenn man den Bahnhof modernisiert, als ihn zu vergraben. Und wenn man guckt, was ist blau? Blau ist Stuttgart 21 schneller, dann ist es diese Zeile vor allem. Sonst kaum, ne? Was ist das für eine Zeile? Das ist Stuttgart Flughafen. Ist klar, wenn ich einen Tunnel vor Milliarde oder mehr baue vom Zentrum hoch, dann muss ich auf der Strecke schon relativ schnell sein. Aber der Stuttgarter Flughafen, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen, ist ein vollkommen bedeutungsloses Verkehrsziel. Mengenmäßig völlig irrelevant. Und nur für den Stuttgarter Flughafen hat Stuttgart 21 wirklich Vorteile bei den Reisezeiten. Für die ganze Region ist der Kopfbahnhof die bessere Lösung. Kurze Zusammenfassung der beiden Alternativen. Wir sind nicht dagegen, sondern wir sind dafür. Wir sind hierfür. Man muss bei Stuttgart 21 drei neue Bahnhöfe bauen, den Tunnelbahnhof, den Flughafenbahnhof und die ziemlich teure Tunnelstation Mittnachtstraße. Kopfbahnhof 21 modernisiert nur bestehende Bahnhöfe. Offensichtlich, dass das teurer sein muss als das. Zweiter Hinweis, Stuttgart 21 braucht 33 Kilometer Tunnelstrecken, die machen die Sache teuer. Das ist nicht die Neubaustrecke, das ist bis Wendlingen. Ab Wendlingen ist wieder ein neues Spiel. Kopfbahnhof 21 kommt mit 13 Kilometer Tunnelstrecken aus, ist ein bisschen mehr als ein Drittel, also auch klare Ansage, kann nur etwa ein Drittel kosten. Weil ein Kilometer Tunnel ist halt ein Kilometer Tunnel.
Und das ist eher schwieriger bei Stuttgart 21, weil man durch den Anhydrit muss. Und den Anhydrit gibt es von Obertürkheim aus nicht, also wird es eher günstiger. Die Fahrzeit ist mit Kopfbahnhof 21 auf der Strecke, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, genau gleich. Mit Kopfbahnhof 28 Minuten nach Ulm, mit Tunnelbahnhof ebenso. Es liegt daran, dass der Tunnel zum Flughafen erstmal in die falsche Richtung geht. Da geht nämlich nicht nach Ulm, sondern nach Tübingen. Und dann geht man wieder ab nach Ulm. Längere Strecke, gleiche Fahrzeit. Und deswegen sagen wir, der Kostenvergleich ist ungefähr 3 zu 1. Ich werde es nachher genauer aufstellen. Möglicherweise 2 zu 1. Jetzt sagen Sie, es passiert vielleicht nichts. Wir sagen umgekehrt. Die große Gefahr ist, dass unterwegs Geld ausgeht, die Technik doch nicht so zuverlässig ist, wie man glaubt, der Tunnelbau nicht vorankommt, alles schon geschehen, Engelberg-Tunnel. Wir sind nicht mit einem Alles-oder-Nichts-Projekt unterwegs, sondern bei uns kann man Schritt für Schritt realisieren, und zwar ziemlich schnell. Während bei Stuttgart 21 Milliarden vergraben werden und lange nichts ist, gibt es auch, das ist nicht erfunden, keine Angst mal, gehen Sie mal in den Thüringer Wald, da wird seit 15 Jahren eine Brücke und ein Tunnel immer wieder ins Tal gestellt. Die wissen heute schon, dass sie bis zur Inbetriebnahme diese Brücken wieder sanieren müssen, ohne dass je ein Zug drüber gefahren ist. Weil man nicht mit dem Geld hinkommt, weil es nicht geht, 7, 8 Milliarden auf einmal zu investieren. Das Geld langt halt nicht. Und da wird geschoben und gestrickt, bis solche Absurdistan-Brücken dabei rauskommen. 100 Millionen stehen in der freien Landschaft, fährt nie ein Zug drüber, bis sie saniert wird. So weit haben wir es schon gebracht mit unserer Großprojekt-Trauerei in diesem Land. Und das wollen wir in Baden-Württemberg auch, also ich nicht. Deswegen ist die klare Ansage, die ich Ihnen hier machen kann, Kopfbahnhof 21 ist das bessere Projekt, billiger, die Züge fahren schneller, sie fahren häufiger, das werden Sie nachher noch sehen, wir haben mehr Platz auf den Gleisen, aber leider ist es halt nicht das Projekt von Land und Bahn, weil die haben sich in den Kopf gesetzt, dass man das alles vergraben muss. Zweitens, was bleibt jetzt von Stuttgart 21 nach dem Faktencheck? Eine der großartigen Ankündigungen, das lesen Sie immer wieder, 18 Millionen Personenfahrten werden auf die Schiene verlagert, 350 Millionen Pkw-Kilometer durch den Tunnelbahnhof. Folie aus der Schlichtung, vorher Stau, nachher sind alle unter S-Bahn. Und auch so großartige Ankündigungen, 500 Millionen wächst die Wirtschaft, 4 Milliarden Investitionen, 10.000 Dauerarbeitsplätze und 7.000 Arbeitsplätze während der Bauphase. Darüber rede ich nachher noch, was das überhaupt ist. Das hier finde ich ein ziemlich gutes Argument. Ich habe mir sagen lassen, für den Bau der Pyramiden in Ägypten waren etwa 30.000 Menschen im Einsatz. 30.000 Arbeitsplätze. Ich habe wohl nicht die Frage, wie viele Leute ich zum Bauen für etwas beschäftigen kann, sondern was der Nutzen der Investition ist. Die Pyramiden sind sehr nützlich, weil sie sich machen Tourismus-Einnahmen. Aber wenn man ein Stück nach der unterirdischen Pyramide bauen sehen, wären es auch 7.000 Arbeitsplätze. Also ich wehre mich feig gegen den Vergleich Pyramidenbau mit dem Ding. Das ist ja das Gleiche. Ist unter der Gürtellinie, so ein Vergleich zu Da muss ich also wirklich lachen. Nach meiner Auffassung hat ein Bahnhof keinen Gürtel und in der unterirdischen ist er selber schon unter der Linie. Beleidigen kann man nur Leute, nicht Bahnhöfe. Ist das jetzt großartig, was es da besprochen wird, oder ist das eigentlich lächerlich wenig? Das sind die Pkw-Fahrten, die Wirtschaftsleistung. Nur, man muss sich klar machen, was bedeutet das? Diese 17 Millionen Fahrten ist das, was im Stadtbus Tübingen unterwegs ist. Jetzt ist das natürlich ein toller Busverkehr, hat einen grünen OB. Aber trotzdem, Tübingen ist nicht die Welt und auch nicht Baden-Württemberg. Es geht gerade mal um das, was im Tübinger Stadtbus unterwegs ist. Da ist noch die Eisenbahn gar nicht dabei. Also wenig. Und die 370 Millionen Pkw-Kilometer, das sind gerade mal 0,5% dessen, was im Land gefahren wird, davon kann die Welt auch nicht abhängen. Und die 500 Millionen Wirtschaftsleistung, die ich nie im Leben glaube, aber selbst wenn es so wäre, ist 0,17% von der Wirtschaftskraft in Baden-Württemberg. Da hat der Herr Geisler den Wirtschaftsminister gefragt, ob er sagen könnte, wie groß das Bruttoinlandsprodukt ist. Dann hat er gesagt, ich überlege kurz. Dann hat er nichts mehr gesagt und dann hat Frau Gönner die Zahl beantwortet, weil das nicht wusste, hat der Wirtschaftsminister. Also das ist das, was unser Wirtschaftsministerium beiträgt zum Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg. Viel ist es jedenfalls nicht. Die wichtigsten Argumente, was bleibt übrig von Stuttgart 21 nach der Schlichtung? Unsere Bundeskanzlerin, ich habe sie erst letzte Woche in der Tübingen gehört, wie sie wieder gesagt hat, ohne Stuttgart 21 werden wir verkehrlich und wirtschaftlich abgehängt. Ja? Immer wieder genau das gleiche Argument. Tatsache ist aber, dieser Weg über Frankfurt, den Sie da investieren, wir können ja auch über Frankfurt nach Bratislava fahren. Jetzt egal, ob man da hin will oder nicht, aber
nach München, und das ist die Strecke nach Bratislava, nach München ist die Fahrzeit von Paris 6 Stunden. Mein Tochter geht am 1. Mai nach Bratislava vor 2 Jahren. Schön für Sie. Schön für Sie. Du musst jetzt das nachhaken. Schön für Sie. Das ist eine sehr schöne Stadt, aber sie ist nicht riesig groß. So viele Leute können da gar nicht hinfahren. Sie sind vor der Ausbau vom Flugverkehr. Bratislava fährt sowieso in Schmeikonnen, so bis in Tag 10 Stunden machen Sie das wirklich. Was wollen Sie gerade erklären? Ich zeige Ihnen eins. Was soll ich sagen? Ja, das erkläre ich Ihnen jetzt. Also, dazu muss man schweigen. Stuttgart wird nicht abgehängt, weil die Fahrzeit über Stuttgart immer kürzer ist als über Frankfurt. Und das ist die Zahl, das können Sie im Fahrplan nachgucken. Der TGV Paris-München braucht heute laut Fahrplan 6 Stunden 15. Die Strecke nach Straßburg ist weiter im Ausbau. Und 2016, wenn die Franzosen fertig sind, es wird gerade gebaut, ist diese Strecke über Stuttgart von Paris aus 5 Stunden 30. Da gibt es auch keine Frage mehr, das kommt. Heute, die kürzeste Bahnverbindung von Stuttgart nach Paris, wie lange dauert die heute? 3 Stunden 40. Ja, so ist es. 3 Stunden 40. Ja. Und da haben Sie auf französischer Seite die Schnellbahnschiene und deutscher Seite geht es ja von Mannheim nach Saarbrücken. Da zuckern sie rum, wie von Stuttgart nach Ulm. Nicht nach Saarbrücken, die gehen über Straßburg. Nein, die gehen, sie fahren von Mannheim über Saarbrücken. Schwester für die zweite Wochenende. Entschuldigung, ich bin regelmäßig in dem TGV nach Paris gefahren. Ich weiß, dass der in Karlsruhe hält und dann nach Straßburg. Genau. Und dann wird er durch nach Paris. Ja. Das ist schneller, als wenn Sie vom Mannheim fahren. Deswegen machen die Franzosen das. Und entscheidend ist, Entschuldigung, du möchtest ja einfach zuhören. Da brauchen Sie ja auch überschneiden. Entscheidend ist, dass für die Strecke Mannheim bis Metz kein Ausbau ist. Hören Sie mal zu. Mannheim bis Metz ist kein Ausbau in Sicht. Und die Strecke über Straßburg wird von den Franzosen so ausgebaut, dass die Fahrzeit Stuttgart-Paris auf 3 Stunden absinkt. Naja. Aber über Straßburg. Und wegen dieses Ausbaus ist eine Umfahrung von Metz nach Mannheim über Frankfurt und Nürnberg immer langsamer. Immer langsamer, weil das ist die schnellste Fahrzeit, die heute möglich ist und es gibt keinen geplanten Ausbau. Die ist 7 Stunden. Das heißt, wir sind jetzt schon 3/4 Stunde schneller über Stuttgart. Und wir sind immer, weil der Ausbau hier kommt, immer, egal was auf der Relation noch gemacht wird in den nächsten 30 Jahren, schneller über Stuttgart und München. Und genau aus dem Grund wird nicht ein TGV ohne Stuttgart 21 um Baden-Württemberg rumfahren. Nicht ein ICE. Das ist Angstmache. Das ist schlicht und ergreifend vollkommen unwahr und unlogisch. Warum sollte die Bahn, die französische noch dazu, nur um uns zu bestrafen, weil wir unseren Kopfbahnhof nicht vergraben, einen Zeitnachteil von 1,5 Stunden in Kauf nehmen, um Richtung Bratislava zu fahren. Das ist absurde Erfindung. Die französische Staatsbahn Neigezüge kaufen, um durchs Lütztal zu fahren. Das muss sie doch gar nicht. Das hier ist die Fahrzeit, die wir ohne Neubaustrecke haben. Die 6 Stunden 15 sind heute. Und da ist kein Neigezug. Das ist jetzt mit der Geislinger Steige 6 Stunden 15. Wenn Sie jetzt doch die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm bauen, dann sinkt die Fahrzeit auf 5 Stunden. Aber ja, darf ich da noch mal einhaken? Ja, bitte. Es ist aber Position ja auch der Grünen, also sehen ja mehrere Positionen in der Sache, dass man diese Züge durchs Wilstal hindurchgeht und dass man, hat auch Friedrich Köstner so im Gutachten einmal dargestellt, dass man hier auf Neigezüge macht. Resolution der Grünen im Kreis Esslingen im Oktober beschlossen, heißt es, kurzfristig ist die bestehende Vilstalstrecke durch die Beseitigung von Langsamfahrstrecken im Hinblick auf Zuglaufzeiten und Lärmschutz zu optimieren. Diese Strecke wird auf jeden Fall benötigt. Neben der baulichen Ertüchtigung ist für zusätzliche Fahrzeitverkürzungen die ICE-Neigetechnik weiter zu entwickeln. Jetzt frage ich Sie, wenn man die Schnellbahntrasse nicht hat, wenn man es auf diesem machen will, wenn man dieser Neigetechnik bei ICEs näher tritt, wie es die Grünen im Kreise zumindest wünschen, die ja den Verkehr zusätzlich zu dem Güterverkehr auch noch darüber jagen wollen, wie sie das bei der französischen Staatsbahn wagetechnisch nachbringen. So, also jetzt, Herr Kollege, darf ich mal eins sagen, Sie wechseln den Punkt. Sie reden über was völlig anderes. Ich weise Ihnen nach, dass nicht ein ICE und nicht ein TGV einen Grund hat, in Baden-Württemberg rumzufahren. Die werden weiter durch Baden-Württemberg fahren.
Und jetzt kommen Sie mit was völlig anderem daher. Das ist kein ordentlicher Diskurs. Sie verweisen auf die Zeit und ich frage mich, ja, Herr Kollege, diese Zeiten sind ohne Neigetechnik, ohne Neubaustrecke. Das ist einfach nur das, was schon da ist, weil ich Ihnen Beweise liefern will und nicht Zukunftsvision. Ja, nicht nur die es geht auch nicht um das Darstellen des Bestands, sondern wie geht es mit einer auf der Schiene in 20, in 40, in 50 Jahren weiter? Die Frage, in 1000. Die ich hier beantworte, ist, besteht eine reale Gefahr, dass der Schnellverkehr, der ICE- und TGW-Verkehr um Baden-Württemberg herumfährt? Und diese Frage beantworte ich Ihnen mit der Realität und nicht mit irgendwelchen Visionen. In Bezug auf darf Paris, ich mal, also Sie ist ja schon recht, aber Sie müssen dem Redner irgendwann einmal die Gelegenheit geben, seinen Gedanken zu entwickeln. Sie haben jetzt drei Versuche gemacht und Sie können die Zahlen hier nicht widerlegen. Wenn Sie mir nachweisen, dass eine der Zahlen falsch ist, bin ich bereit für eine weitere Diskussion. Solange die Zahlen richtig sind, steht eindeutig fest, es wird keinen Abzug von schnellem Fernverkehr aus Baden-Württemberg geben, sondern es ist Panikmache und Angstmache, die einzig und allein dazu dient, dieses Unsinnsprojekt im Tunnelbahnhof durchzusetzen. Sie hat keine Grundlage. Und es gibt einen zweiten Grund. Und dieser zweite Grund steht hier. Drei Viertel des Verkehrs, der durch Stuttgart durchfährt, kommt aus Stuttgart. Über drei Viertel. Das heißt, wenn Sie im ICE Erzählung machen auf der Strecke nach Ulm oder nach Mannheim und fragen, wo sind Sie eingestiegen oder wo steigen Sie aus, sagen Ihnen drei Viertel der Leute in Stuttgart. Warum? Das ist einer der 10 wichtigsten Bahnhöfe in Deutschland mit 5 Millionen Einzugsgebiet. Hier, Sie zum Beispiel. Glauben Sie denn jetzt wirklich, dass diese 75% der Leute, die ja in Frankfurt nicht einsteigen können, in Mannheim auch nicht und in Nürnberg auch nicht, und in München auch nicht, die in Stuttgart ihren Zustiegsbahnhof haben, dass diese 75% der Leute abgekoppelt werden von der Deutschen Bahn und die ihre Züge um Baden-Württemberg rumfahren, damit diese Nachfrage nicht mehr in ihren Zügen ist? Glauben Sie das? Ja, das ist eine solche absurde Vorstellung, auf drei Viertel der Kundschaft einfach aus Protest zu verzichten, die schnellere Strecke nicht zu nutzen, nur um Stuttgart zu bestrafen, weil die ihren Bahnhof nicht haben. Das ist eine freie Erfindung. Es gibt dafür nicht einen Hinweis, keinen Beleg, keinen Grund, gar nichts. Null. Es ist vollkommen unlogisch, betriebswirtschaftlicher Schwachsinn zu behaupten, dass ein ICE weniger durch diesen Bahnhof wird, wenn dort die Kunden sind nur und dort die schnellere Strecke. Nur die halbe Wahrheit. Das ist die ganze Wahrheit und sagen Sie mir jetzt einfach die Wahrheit dann, wenn ich fertig bin. Ja, genau. Also Sie müssen... Nein, ich muss nicht, jetzt bin ich mal als Redner. Das kann Sie mit auf Zug das nachher Gemeinderat so. Ein weiteres bedeutendes Argument für Stuttgart 21. Kopfbahnhöfe sind ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, sagt der Herr Medor. Tatsache ist aber, München und Frankfurt haben ihre Kopfbahnhöfe behalten. Zürich ist ein Kopfbahnhof mit zugebauten Durchgangsgleisen. Paris hat überhaupt nur Kopfbahnhöfe für den TGV-Verkehr. Und Stuttgart 21 reduziert den Fernverkehr im Stuttgarter Kessel um 2 Minuten gegenüber der Wende im Kopfbahnhof, also sind Kopfbahnhöfe viel bequemer. Deswegen sage ich, es ist gerade andersrum, der Glaube, dass Kopfbahnhöfe veraltet sein, ist ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert, als man noch Lokwechsel machen musste und keine Wendezüge hatte. Das ist von gestern. Zu glauben, dass man Kopfbahnhöfe vergraben muss, um durchzukommen. Dann gibt es das großartige Argument, es ist vielleicht ein Murks, aber es kostet nichts. Also nehmen wir das Geschenk ein, geschenkt der Gaul und man ins Maul. Und Robe hat gesagt, das ist ein Geschenk an die Stadt Stuttgart. Andere Bundesländer, andere Städte würden sich die Finger danach legen, sagt der Herr Grube. Und da sage ich, Eisenbahnbau ist aber eine Pflichtaufgabe des Bundes, das heißt, die müssen das Geld zahlen. Ja, Tatsache ist aber, 2,5 Milliarden Euro Landesmittel, 1,7 und 800, werden in der Summe für den Eisenbahnverkehr hier von uns eingesetzt, obwohl wir dafür null zahlen müssten nach Grundgesetz. Also das Gegenteil von einem Geschenk, sondern wir zahlen ordentlich drauf. Das ist sozusagen, das ist der Länderfinanzbadausgleich. Baden-Württemberg ist wieder der Einzahler. Wir zahlen ein, obwohl die anderen verpflichtet wären, das uns zu finanzieren. Und wenn das nachher noch teurer wird, greift man uns in die Tasche. Niemand sonst, der Bund und die Bahn haben schon gesagt, wir zahlen nichts. Und jetzt kommen wir zum Flughafen, der einzige echte Profiteur, so scheint es. 60% sagt der Stuttgarter Flughafen, der Baden-Württemberger fliegen ab Stuttgart 40% nicht.
Und dann sagt er, das ist ein Export von 6.000 Arbeitsplätzen. Sie erinnern sich, Stuttgart 21 schafft 10.000 neue Arbeitsplätze. 6.000 davon sind hier, die am Flughafen, sind aber keine neuen oder zusätzlichen, sondern das sind Arbeitsplätze, die wir aus Frankfurt und München nach Stuttgart holen. Volkswirtschaftlich ziemlich unsinnig. Milliarden ausgeben, um Arbeitsplätze von einem Bundesland ins andere zu verschieben. Aber diese 60%, sagt der Flughafen, die dürfen wir nicht lassen. Wir wollen mehr Leute aus Baden-Württemberg vom Flughafen abfliegen. Das ist der bisherige Einzugsbereich vom Flughafen. In Zukunft sollen diese Kreise dazukommen, dass die auch ab Stuttgart fliegen und nicht mehr München, Zürich, Frankfurt benutzen, obwohl es viel größere Flughäfen sind. Und die CDU sagt, das ist eine zentrale Investition in die Zukunftsfähigkeit des Landes. Aber dieser Flughafen ist gar kein Flughafen, ist ein Flughäfen. Der hat eine Start- und Landebahn. Dort sind gerade mal die 10 Millionen Passagiere, dort sind 3% der Fahrgäste, die im Verkehrsverbund Stuttgart, also nicht in Göppingen, sie sind ja nicht dabei, unterwegs sind. Und selbst wenn gar niemand mehr mit dem Auto zum Flughafen kommt, dann wäre das 3% aller Fahrgäste. Und für die muss man Milliarden ausgeben. Das ist völlig unlogisch, geben sie doch für die 97% der Fahrgäste das Geld aus, nicht für die 3%, die zum Flughafen können. Das Beste ist aber, der Flughafenchef hat selber gesagt, in 10 Jahren ist mein Flughafen voll, ich brauche eine zweite Start- und Landebahn. Dann hat die Filter gesagt, das kommt aber nicht in Frage, wir wollen den Lärm nicht. Und dann hat die CDU gesagt, Wahlprogramm, auf keinen Fall eine zweite Start- und Landebahn. Wenn aber in 10 Jahren, wenn das überhaupt erst fertig sein kann, der Flughafen schon voll ist, dann heißt es, dass diese zusätzlichen Fluggäste zwar zum Bahnhof fahren können, am Flughafen aber nicht mehr abheben. Und mit keinem Platz mehr in die Flieger. Das ist dann wie hier. Also ist auch die ganze wirtschaftliche Nutzenrechnung Unfug, weil ein voller Flughafen ist voll und er kann nicht noch zusätzliche Fahrgäste bedienen. Also eine ziemlich nutzlose, gar keine zukunftsgerichtete Investition. Und das ist das, was von den wichtigsten Argumenten von Stuttgart 21 bei nüchterner Betrachtung übrig bleibt. Sie schütteln immer noch den Kopf, aber dann bringen Sie mir nachher bitte ein stichhaltiges Faktenargument und nicht nur einfach dagegen sein. Diese Dagegenparteien sind einfach problematisch. Sie hat gesagt, wir sollen jetzt nicht mehr unterbrechen. Und jetzt kommt der Engpass. Und jetzt, ab jetzt bitte richtig kritisch drauf. Ja, jetzt müssen Sie mal richtig gucken, was das von uns ist. Wir bauen einen neuen Bahnknoten und dann wird der so konzipiert, dass man an möglichst vielen Stellen eingleisige Strecken hat in der Nähe der Landeshauptstadt. Und das ist die Zukunft des Eisenbahnverkehrs. Wird uns jedenfalls angeredet. Wie sieht es aus? Neuer Tiefbahnhof quer. Die bestehende zweigleisige Goldbahn sollte aufgegeben werden. Dann kann man im Talkessel im Kreis fahren, im Tunnel natürlich. Und dann hat man einen riesen Tunnel hier hoch. Und hier hat man eingleisige Strecken im Gegenverkehr. Und hier an der Abzweigung nach Tübingen wieder eingleisig. Das ist die Filtervariante. Und ebenerdige Einschleifungen überall, wo sich die Züge also gegenseitig behindern, kann nur in eine Richtung einer fahren. Das ist die Planung, die Herr Geisler vorgefunden hat. Also Stuttgart 21 ohne das Plus. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, was da passiert mit den Zügen. Weil ich bin ja eigentlich als Eisenbahnpolitiker zu der Sache gekommen. Darum geht es mir doch. Ich will einen zukunftsfähigen Eisenbahnverkehr und keinen Murks. Wenn da jetzt ein Zug, und hier sehen Sie das, wenn da ein Zug von Zürich, der fährt über Böblingen, die Goldbahn kommt, dann muss der erstmal im 4. Stundentakt durch die S-Bahn, fährt da, dann muss er durch. Dann muss er hier über die Rohrer Kurve, das ist ebenerdig, also Kreuzung. Dann fährt er über die S-Bahn-Strecke, das sind 2 weitere S-Bahn-Linien. Da muss er sich auch noch einklinken, dann gibt es hier den eingleisigen Übergang, darf also keiner entgegenkommen. Dann kann er hier rumfahren, wenn sich da wieder einfällt, darf da kein Zug auf der Strecke sein. Das ist schon mal allein extrem anspruchsvoll. Aber das Ganze, ich will es jetzt nochmal in Pfeilen sehen, das ist auch hochgradig problematisch und langsam. Das sind neue ICE-Strecke, 60 Stundenkilometer ist dort die Begrenzung. Die Tunnel sind zu eng, eigentlich gibt es keine Fluchtwege. Meistens darf man da 80 fahren auf der ganzen Strecke nach Stuttgart. Hier muss man mit der S-Bahn sich kreuzen, mit dem Gegenzug sich kreuzen, eingleisig, wie gesagt, neue Strecke mit 80 um die Kurve dahinter rum. Es gibt genau 2 Mal pro Stunde eine Chance, dass ein Zug aus Böblingen überhaupt auf der Strecke noch durchkommt. Mehr als 2 Züge pro Stunde, auch in der Spitzenverkehrszeit, sind nicht möglich. Hat die Bahn uns zugestanden, nachgerechnet. Und das ist die Zukunftsinvestition. Wir haben heute schon mehr als 2 Züge pro Stunde auf dieser Strecke und brauchen sie auch. Nie mehr gibt es dort die Chance, den prosperierenden Raum Böblingen, Sindelfingen, Horb, Freudenstadt, alles was im Südbereich ist, mit mehr als 2 Zügen pro Stunde zu bedienen. Das ist die Zukunft des Eisenbahnverkehrs, für die Sie kämpfen.
Und jetzt zeige ich Ihnen das nochmal ganz konkret an einem Fallbeispiel, was die Wendlinger Kurve bedeutet. Das ist nämlich hier ganz in der Nähe und eines der größten Probleme in dieser Planung. Sie sehen hier von links nach rechts die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm. Hier sehen Sie von oben nach unten Tübingen-Blochingen. Das ist die Autobahn. Und das ist jetzt so geplant, dass ein Zug, der aus Tübingen kommt, auf diese eingleisige Strecke fahren muss, dann muss er auf das Gegengleis, das heißt, es darf kein Zug aus Stuttgart kommen, 3 Milliarden investiert und dann fahre ich ebenerdig einfach mal drüber, darf kein Zug durchfahren, Trasse kaputt. Und dann wechsle ich auf die nächste Seite und habe dann endlich hier mit 80 fahre ich rein, 100 dann an der Stelle, kann dann da beschleunigen. Das ist die Anbindung eingleisig und ebenerdig, die da geplant ist, plan festgestellt, genauso soll sie gebaut werden. Und was das bewirkt, eine solche Infrastruktur, das kann man vergleichen, Sie haben eine Autobahn und jetzt sagen Sie, da muss eine neue Anschlussstelle her, das machen wir mit Ampelanlagen und ebenerdiger Zufahrt. Ja? Schnellfahrstrecke ist Autobahn und die Anbindung der Landstraße nach Tübingen erfolgt ebenerdig mit Ampeln. Das wäre der Vergleich. Würde jeder sagen, ihr habt doch eine Waffe, sowas zu planen. Beim Eisenbahnverkehr geht es. Und was da jetzt passiert, das zeigen Ihnen mal mit einem Beispiel des Fahrpläne der Deutschen Bahn. So haben Sie es uns präsentiert in der Schlichtung. Darstellt. Rot ist ein ICE aus Mannheim, das ist die Strecke Mannheim-Ulm. Sie sehen es, hier ist der Flughafenbahnhof, der Hauptbahnhof. Und das ist die Strecke Tübingen-Blochingen, da ist die eingleisige Wendlinger Kurve. Und jetzt sehen wir mal, was dieser ICE hier macht, wenn alles pünktlich ist. Alle Züge fahren pünktlich, 100% Pünktlichkeit. Dann fährt der ICE da rein und es kommt von hinten ein Regionalexpress Blau aus Bietigheim. Der muss jetzt, weil es nur ein Gleis gibt aus Bietigheim und Mannheim, bisher haben wir 4 Gleise in den Hauptbahnhof, bei Stuttgart 21 ist es nur noch 2-gleisig, Halbierung der Streckengleisenzahl. Natürlich stimmt das. Zusätzlich, das ist ja zusätzlich. Natürlich stimmt das. Es gibt heute 4 Gleise durch den Pragtunnel. Und es gibt in Zukunft bei Stuttgart 21 2 Gleise an dieser Stelle in den Hauptbahnhof. 2 Gleise, genau 2. Und heute gibt es 4. Also nur, es gibt nur ein Gleis, deswegen muss der hinterher. Und jetzt fährt er also hinter dem her. Falsche Richtung, was drücke ich da? So, ja. Fährt er hinter dem her, der ICE. Am gleichen Bahnsteig sind die beiden. ICE fährt los, zischt ab nach Ulm, alles bestens. Der Regionalexpress kann langsam hinterher nach Flughafen, hält dort. Und jetzt kommt Ihnen aus Tübingen demnächst der Zug entgegen. Sie sehen es, der Probe, der ist jetzt in Nürtingen. Jetzt muss erst der Zug nach Tübingen durch die eingleisige Wendlerkurve. Jetzt ist sie wieder frei und der Gegenzug kann drauf. Er blockiert jetzt die Strecke hier, ist jetzt auf dem Streckenteil. Fährt in den Flughafenbahnhof ein und jetzt kommt dann von hinten bald der ICE, das heißt, er muss schnell die Fahrgäste rein- und rauswerfen, der Zug. Da war hier nicht länger als 2 Minuten stehe. Auch hier wird er ja nur ein Streckengleis, das einführt, nämlich der Tunnel von Berliner. Der ICE rast heran, der Zug hält, Fahrgäste rauswerfen, Fahrgäste rein, los, gleisfrei machen, ICE kommt, fährt in den gleichen Bahnsteig. Der gibt jetzt Gas, dass er rechtzeitig rechts abbiegen kann und dann hat der ICE freie Fahrt nach Mannheim. Wunderbar, alles pünktlich. Nur haben wir uns jetzt mal die Frage gestellt, was ist denn, wenn ein Zug mal aus Mannheim kommt, 8 Minuten Verspätung hat? Das ist natürlich gemein. Kommt nie vor. Aber wir haben es trotzdem mal untersucht. Und jetzt muss der Zug hier warten, weil der Verspätung hat. Es gibt ja nur ein Gleis. Man lässt den schnelleren ICE logischerweise durch. Das heißt, er hat jetzt auch Verspätung. 4 Minuten. Jetzt muss er warten, weil der ICE länger braucht, um loszufahren. Das heißt, seine Verspätung vergrößert sich. Das gleiche Gleis. Jetzt kann er auch einfahren. Jetzt hat er mittlerweile 8 Minuten Verspätung. Nämlich die Verspätung, die der ICE mitgebracht hat. Jetzt fährt er den Flughafenbahnhof, aber jetzt kommt er später als im Fahrplan gedacht. Das heißt, der aus Tübingen ist pünktlich und ist immer fragen, wer darf jetzt fahren. Ja, man lässt den aus Tübingen warten, denn der muss Anschlüsse in Tübingen erreichen, also muss der zuerst durch die eingleisige Kurve. Jetzt hat der aber warten müssen, also hat der nach Stuttgart die Verspätung, 6 Minuten jetzt, fährt er den Flughafenbahnhof ein. Jetzt kommt aber von hinten der ICE. Also muss er da warten und lässt natürlich den ICE vorbei. ICE ist pünktlich in Stuttgart. Der Regionalexpress fährt hinter ihm auf den einen Gleis rein nach Stuttgart. Und jetzt sagen die Fahrgäste, hören die, wegen Verzögerung und Betriebsablauf konnte der ICE leider nicht aufs Ziel warten. Ja, der fährt nach Ulm weg. Und das Tolle ist, die Fahrgäste aus Tübingen, die können jetzt im Durchgangsbahnhof sitzen bleiben. Sie können zwar nicht nach Mannheim umsteigen, aber sie können nach Bietigheim weiterfahren. Und als wir das vorgetragen hatten, hat der Herr Käfer dann gesagt, das zeige ich Ihnen dann nachher nochmal, hat er nicht gesagt, der Palmer ist ein Scharlatan oder ein Angstmacher, sondern er hat gesagt, wollen Sie nicht bei der Deutschen Bahn arbeiten? Scheint also was dran zu sein.
Da wir ein bisschen Zeitnot sind, übergehe ich ein bisschen was. Was wir jetzt nicht mehr hinkriegen, aber das hier muss ich Ihnen erklären, sonst verstehen wir den Clou an der ganzen Geschichte nicht. Das hier ist ein Gleisbelegungsplan. Sie sehen, Sie können nicht sinnvoll von diesem Zug auf diesen Zug, weil der fährt zur Minute 57, kommt er hier an und 58 fährt der schon weg. Eine Minute ist ein bisschen sportlich. Von Gleis 1 nach Gleis 2 geht es, da haben Sie Zeit zum Umsteigen. Wir merken uns, wenn dieses Bild eintritt, dass die Schräge ineinander versetzt sind, dann ist in eine Richtung der Anschluss immer fort. Nur wenn Sie übereinander stehen, also gleichzeitig im Gleis sind, können Sie in beide Richtungen umsteigen. Und das ist integraler Taktfahrplan, umsteigen in jede Richtung. Das hier wollen wir nicht, weil es in eine Richtung den Anschluss immer kaputt macht. Und jetzt zeige ich Ihnen Auszüge aus dem Fahrplan, den die Bahn uns selbst vorgelegt hat. Und dieser Fahrplan hat folgende interessante Eigenschaften. Dichte Zugfolge, hier ist eine Minute Abstand auf einem Gleis zwischen zwei Zügen. Das Gleis ist eine Minute frei, hier ist Ausfahrt, da ist Einfahrt. Mehr Abstand ist nicht. Also dichte Zugfolge. Wir haben sogar Situationen, wo 0 Minuten Abstand sind, hat die Bahn gesagt, ja, das werden wir wahrscheinlich noch in den Griff kriegen. Weil das geht nun wirklich nicht. Das sehen Sie, glaube ich, ein, dass man nicht gleichzeitig rein- und rausfahren kann. Und dann haben Sie noch Doppelbelegungen in Ihrem Fahrplan. Das heißt, zwei Züge auf dem gleichen Gleis im Durchgangsbahnhof. Da können Sie aber einen Kopfbahnhof bauen, weil das heißt natürlich, dass Sie bei einer Steigung von 15 Promille, der ist ja gegen das Regelwerk geplanter Bahnhof, dass Sie dort langsamer rein- und rausfahren müssen als im Kopfbahnhof heute, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass der Zug Ihnen durchrutscht und den vorherstehenden Zug kaputt macht mit der Fahrgäste drin. Das ist langsamer als im heutigen Bahnhof, wenn Sie das tatsächlich machen. Das hat die Bahn alles im Fahrplan drin. Da sagt der Hartheffer, ja, aber das sind Einzelfälle. Da haben wir gesagt, gut, wenn das Einzelfälle sind, dann müssen wir mal zählen. Blau umkreist sind alle Situationen von 11 Uhr bis 12 Uhr ist das hier, also nicht in der Berufsverkehrsspitze, sondern was die Bahn plant für den ganzen Tag, sind die Situationen, wo der Abstand weniger als 5 Minuten ist, wo sich also Verspätung sofort auf den nächsten Zug überträgt. Und es gibt es in keinem deutschen Großbahnhof Abstände von 5 Minuten, 6 Minuten ist das Minimum, von Einzelzügen abgesehen, aber 6 Minuten ist die Standardzeit. Wenn man diese 5 Minuten nimmt als Grenze, dann sehen Sie hier, die Ausnahme ist eigentlich auf dem Gleis, dass der Abstand mal größer ist. Ja, das sind 5, das sind 3, das sind 3, das sind ausnahmsweise 6 und dann ist hier gar kein, da ist 0 und da ist 3. Also 7 Züge mit einem Abstand, wo jeder kleiner ist als 5 Minuten. Das kann nur im Chaos enden. Das sind Blinder. Da brauche ich keinen Bahnwissenschaftler für zu sprechen. Frage? Ja, so ein bisschen, wenn ich das erklärt habe, Doppelbelegungen sind die hier, rot eingekreist. Im Normalfahrplan brauchen Sie schon drei solche Doppelbelegungen. Fragen finde ich immer hilfreich, bitte keine Gegenvorträge, das machen wir nachher. Frage, weil Sie gesagt haben, unter 5 Minuten Problem. Wie viele Züge fahren in der Stunde in die Röhre rein, heute in Stuttgart, also S-Bahn-Züge in der Stunde bei der Maximalbelegung? Diese S-Bahn-Betriebstechnik ist eine völlig andere. Sie haben... Ich habe eine Frage gestellt. Wie viele fahren da rein? Sie haben da... Sie haben Zugfolgen von 100... Aber Sie müssen auch die Antwort akzeptieren, weil Sie einen Äpfel-Birnen-Vergleich machen. Ich weiß, dass in S-Bahn-Tunneln Zugfolgen unter 2 Minuten machbar sind. Oh. Wenn man nicht so blöd ist, die Signale rauszureißen, damit es dann überall nur Verspätungen gibt. Ich habe Ihnen einen Vergleich geliefert, der gilt und nur der gilt. Es gibt noch mehr S-Bahn-Tunnel in Deutschland, auf denen 2 Minuten Zugfolgen gefahren werden. Weil das nur ein Zugsystem ist. Ein Fahrzeugtyp, eine Technik, ein Beschleunigungsprofil, ein Bahnsteig. Und da können Sie die Leute raus und reinwerfen in solchen Zeiten. Wie lange hält denn ein S-Bahn-Zug? 20 Sekunden. Können Sie mir wirklich erklären, dass Sie ein ICE in 20 Sekunden ein- und aussteigen? Schon ein absurder Vergleich. Ein Großbahnhof, wo verschiedenste Zugtypen Fernverkehr unterwegs sind, gibt es nicht einen. Und deswegen widerlegen Sie mir bitte, weil was Sie bringen, ist ein Apfel und ich habe von Birnen gesprochen. Mein Vater weiß, was der Unterschied ist und ich auch. Einen Großbahnhof gibt es nicht in Deutschland, wo Zugfolgen unter 5 Minuten gefahren werden. Und nur das wäre der Maßstab. Nur das. Was ist die Haltezeit vom normalen Regionalzug über Bahnhof? Das hängt von der Größe des Bahnhofs ab. In Köln sind Halte. Nee, hier. Jetzt, wenn hier einer nach Tübingen fährt. Ja, das ist doch interessant.
Wenn ich einen Fahrgastwechsel habe von 10 Fahrgästen, sind 20 Sekunden okay. Das ist doch standardisiert. Nein, das ist nicht standardisiert, das hängt von der Größe des Bahnhofs ab. Die Haltezeit ist für den gleichen Zug unterschiedlich, je nachdem, wo der hin oder her hält. Sich in der Regel und für den Regionalzug brauchen Sie 2 Minuten Minimum über Großbahnhof. Ich habe keinen Bahnfahrer. 3 bis 4 und nicht 20 Sekunden. Und wenn Sie echte Verständnisfragen haben, sind Sie nicht bereit, die Antwort zu beantworten. Aber Scheinfragen, die nur beweisen, dass Sie sich nicht auf die Tatsachen einlassen wollen, Großbahnhof ist eine Minute. Frage, die Sie gestellt haben, sondern Sie wollten irgendetwas insinuieren, was halt leider nicht zutrifft. In die Hose gegangen. Und was aber viel wichtiger ist, meine Damen und Herren, das ist im Berufsverkehr natürlich noch schlimmer, weil wenn Sie jetzt gucken, wo überall die blauen Kreise sind für Zugfolgen unter 5 Millionen und wo überall die roten Kreise sind, für die Doppelbelegung, dann sehen Sie, es gibt fast gar keine andere Situation mehr. Der Fahrplan, der uns präsentiert wurde mit 44 Zügen in der Spitzenstunde, wir sind gerade mal noch 7 mehr als der Kopfbahnhof heute abwickelt. Problemlos abwickelt. Einer der pünktlichsten Bahnhöfe in Deutschland. 37 Züge in der Stunde. Dieser Fahrplan hat aber auch gar nichts mit dem zu tun. Es gibt nicht eine Situation im Kopfbahnhof, die irgendwie so identisch wie die hier. Und dieses Chaos wird niemals gemacht, es funktioniert nämlich nicht. Das würde nur bei 100%iger Pünktlichkeit vielleicht ein bisschen funktionieren, aber nach 2 Stunden ist das im Chaos versunken. Ein nicht fahrbarer Fahrplan, das hat die Bahn selber auch eingeräumt. Letztlich hat sie es eingeräumt. Der Herr Nussbaum hat da vielleicht eine andere Meinung. Ja, das kann ja schon sein, aber jetzt machen wir Verständnisfragen und jetzt kommt natürlich noch der große krönende Abschluss dieses Fahrplans. Sie haben hier eine Situation, ein Zug ist schon weg. Ja, hier, der ist weg und der kommt gerade an. Also kein Umstieg in diese Richtung. Auszug aus dem Fahrplan. Der Herr Grube sagt, wir bauen den besten Bahnhof der Welt. Und wenn Sie gucken, wo überall diese Situation in diesem Fahrplan auftritt, das heißt, wo ein Zug schon weg ist und der andere kommt gerade rein, dann sind es leider nur diese Pfeile, mehr nicht. Das langt aber. Ja? Das ist ein Bahnhof. Warum ist das so? Warum ist der Fahrplan so miserabel? Weil die eingleisigen Zulaufstrecken, das Mischen von S-Bahnen und ICEs, die 8 Gleise im Tunnelbahnhof, die gerade mal noch 2 Gleise von der Filter und nach Zuffenhausen, mehr ist es nicht. Dieser Rückbau von Leistungsfähigkeit führt dazu, dass man die Züge nur noch so wie da gezeigt einpressen kann. Die Bahn hat uns ja keinen blöden Fahrplan vorgelegt, sondern das Beste, was sie hinkriegt. Und dann entsteht genau das, es geht nicht besser, wenn man nur so wenig Gleise und Weichen baut. Das ist das Problem. Und das kann niemand ernsthaft wollen, der wirklich daran glaubt, dass dem Eisenbahnverkehr die Zukunft gehört, sondern sowas können nur Leute planen, die glauben, Eisenbahnverkehr ist von gestern und wird nicht mehr wachsen. Nur solche Leute können das machen. Jetzt sind wir nicht nur dagegen, sondern dafür. Ich zeige Ihnen, dass es besser geht, wenn Sie nämlich nicht nur 8, sondern 16 Gleise haben, wie wir im bestehenden Kopfbahnhof. Dann können Sie dieses Angebot hier, und das ist das, wo ich Ihnen vor die Fahrzeiten vorgelegt habe, mit Durchmesserlinie, dieses Angebot realisieren. Immer zur Minute 15 und zur Minute 45 sind nahezu alle Gleise belegt. Sie haben Umstieg von jeder Richtung in jede andere im Kopfbahnhof. Das ist integraler Taktfahrplan und das geht niemals mit 8 Gleisen bei der Zugmenge, die wir in Stuttgart haben. Niemals. Das heißt, wer diesen Bahnhof vergräbt, gibt für alle Zeiten die Chance auf, dass man einen vernünftigen Fahrplan mit guten Anschlussbeziehungen realisiert. Und das ist die Erklärung, warum, wenn man dann alle Städte nimmt und alle Verbindungen anguckt, unser Konzept schnellere Fahrzeiten liefert als Stuttgart 21. Stuttgart 21 hat nur bei der Durchbindung manchmal einen Vorteil, aber bei allen Umstiegen ist es miserabel schlecht, weil ich oft den Anschlusszug gerade verpasst habe. Und bei uns gibt es das nicht und deswegen ist in der Summe aller Verbindungen der Kopfbahnhof der schnellere Bahnhof, weil er mehr Gleise hat und das Umsteigen viel schneller möglich ist. Von der Bahn überprüft, mit dem Prädikat machbar in der Schlichtung eingestuft. Keine Erfindung. Wir haben alles überprüft, wenn Sie uns irgendwas nachweisen hätten können, hätten Sie es getan. Das geht mit Kopfbahnhof 21 und Sie sehen nirgends eine Situation wie bei Stuttgart 21 mit Zugfolgen von 3 Minuten oder mit diesen verpassten Anschlüssen, wo ein Zug halt gerade weggeschnitten hat. Nicht eine Situation dieser Art gibt es in diesem Fahrplanbild. Und so können wir 52 Züge in der Stunde abwickeln, nachgewiesen in der Schlichtung, mit einem sauberen, funktionierenden Fahrplan. Die Bahn ist beim Nachweis von 44 schon gescheitert. Fazit, 44 Züge gibt es nur im Notfahrplan, nicht in der Realität. Und jetzt hat der Herr Geisler, als ich das vorgetragen hatte, hat er gesagt, wenn das stimmt, was Sie sagen, dann ist ja die Konsequenz aus der Überlegung, dass diese Seite hier, da meint er die Stuttgart 21 Fraktion, offensichtlich nur Quatsch plant. Mein Vortrag, Geislers Kommentar. Als ich fertig war, sagte Herr Käfer,
Quatsch. Herr Palmer, ich zolle Ihnen meinen Respekt, hätten Sie nicht Lust, bei uns als Planer anzufangen. Jetzt ist mir erstmal egal, ob Sie das als Eitelkeit von mir bewerten oder was ich dazu sagen in Bezug auf meine Person. Aber für die Sache ist das doch eine ganz klare Aussage. Er würde ja wohl kaum, wenn ich eine Stunde ihm nachweise, dass alles Quatsch ist, mir nachher anbieten, bei der Bahn einzustellen, wenn er irgendein Argument hätte, dass es falsch ist, was ich gesagt habe. Sondern hat er mich als Scharlatan abqualifiziert und nicht ein Angebot zum Planen gemacht. Ich glaube, das durfte in Logik unwiderlegbar sein. Herr Käfer hatte kein Gegenargument. Was ich Ihnen vorgetragen habe, ist Ergebnis der Schlichtung und nicht bestritten. Und deswegen brauchen wir den Stresstest. Der Stresstest heißt ja, die Bahn, ich gehe jetzt immer weg, mache mit dem Zitat, die Bahn muss 49 Züge, nämlich 30% mehr als im heutigen Fahrplan, nachweisen mit der Infrastruktur, die sie geplant hat. Und jetzt gucken wir mal nach, die Bahn rennt ja immer rum, das Land auch und sagt, aus der Schlichtung am Anfang, wir werden ja viel mehr Züge mit Stuttgart 21 haben als bisher. Zukunftsprojekt. Über 200 Züge mehr pro Tag. Jetzt gibt es aber da ein 2 hier, das kleine. Das können Sie mir nicht sehen. Das ist eine sogenannte Fußnote. Wie man weiß, sind Fußnoten wichtig. Wenn man sie nicht macht, haben wir ein Problem. Also es gibt eine Fußnote, die haben ordentlich gearbeitet. Und die Fußnote sagt, Basis Tagesverkehr 17 Stunden. Was bedeutet das? Dass man überall da, wo heute wenig Züge fahren, nämlich abends nach 8 Uhr, mittags um 11 Uhr, dass man dort die ganzen 200 zusätzlichen Züge reinpackt, wo sie niemand braucht, und im Berufsverkehr nicht einen zusätzlichen Zug, weil da keine Kapazität da ist. Das ist die Planung von Stuttgart 21. Das wird mit solchen Fußnoten, wird uns das dann vorgegaukelt. Das ist Leuteverdummt, ich kann es nicht anders sagen. Warum soll ich die Nacht um 11 Uhr genauso viele Züge fahren lassen wie morgen um 8 Uhr? Ist doch völlig sinnlos. Und das wird in Fußnoten hin und her geschoben. Das ist ein wunderbares Zitat von der Frau Gönner. Ich kann es aus Zeitgründen, glaube ich, jetzt nicht machen. Aber wenn Sie es wissen wollen, das kann man nachlesen. Das ist der Nachweis, den ich Ihnen gerade gesagt habe. Also so ist die Belastung heute. Sie haben halt zwischen 11 und 12 dann nur noch irgendwann 7, 8 Züge im Hauptbahnhof. Aber morgens haben Sie 37. Und das, was die uns als Fahrplan vorgelegt haben, ist das da. Das heißt da, von 12 und um 3 und so, da wird ein riesen Zusatzangebot gefahren und da nichts, kein Zusatzangebot. Und abends in der Nacht können Sie dann, sehen Sie ja, da haben Sie 7 mal mehr Züge als heute Nacht um 11. Gut, wenn Sie meinen, dass das braucht wird, also ich glaube es nicht. Diese 49 Züge wird die Bahn nach meiner Überzeugung niemals nachweisen können. Ich sage Ihnen auch, warum. Ich gehe ein bisschen schneller drüber, wir haben jetzt schon sehr viel Zeit ja miteinander verbracht, ich mache es schneller, nur noch die ganz wesentlichen Punkte. Dieser Bahnhof wurde berechnet auf 51 Züge in der Stunde mit zwei Bedingungen. Erstens, die Züge dürfen nie länger als 2 Minuten halten, auch ein ICE nicht. Und die Regionalexpresszüge nie länger als 1 Minute. Das will die Bahn selber nicht mehr. Sie hat jeweils 1 Minute draufgelegt. Und zweitens hat man bei dieser Rechnung behauptet, es gibt keine Engpässe im Zulauf, sondern es gibt einfach nur, immer dann, wenn der Bahnhof ein Gleis frei hat, kommt sofort ein Zug. Und unter der Bedingung kommt man auf 51 Züge pro Stunde. Wenn Sie jetzt aber die Realität abziehen, wie man wirklich einen Fahrplan machen muss und dass Züge halt nicht immer gerade kommen können, wenn im Bahnhof ein Gleis frei ist, dann sehen Sie, das geht weit unter 51 runter. Nach meiner Auffassung nicht über 40, wenn man ehrlichen Fahrplan macht. Und das bedeutet, dass es einen Tiefbahnhof mit 10 Gleisen braucht und mehr Zulaufstrecken. Und das ist das Plus und das wird der Stresstest von der Landeskasse. Herr Mabus sagt, er weiß gar nicht, wie die Grünen drauf kommen, dass es 500 Millionen kosten könnte. Das Plus, ich erkläre es Ihnen. Sie brauchen eine, das steht im Schlüsselwort, wo ich bin, Sie brauchen einen neuen Tunnel, um die bestehende Gäubahn irgendwie in den Tunnelbahnhof reinzubringen. Das geht logischerweise nur im Tunnel, weil die kommt da überirdisch her und der Bahnhof ist unten. Sie brauchen die Tunnelverbindung aus Zuffenhausen, damit man wieder 4 Gleise hat, statt nur 2 für die Magistrale, das ist der Engpass. Sie brauchen am Flughafenbereich 2-gleisige statt 1-gleisige Strecken und Sie brauchen die Wendlinger Kurve 2-gleisig und kreuzungsfrei. Das sind die Dinge, die alle planerisch schon untersucht sind. Und nur wenn Sie das machen, kann Stuttgart 21 leisten, was es verspricht. Nur dann sind die 49 Züge pro Stunde möglich. Wir reden ja vom Jahrhundertprojekt. Also so viel Geld ausgeben für einen Bahnhof, der nachher nicht mehr Züge abwickeln kann als der bestehende, das wäre ja wirklich ein Schwabenstreich. Der muss ja schon vor 100 Jahren ein bisschen Reserven haben. Und 30% sind nicht zu viel. Und wenn Sie die Kosten dieser Maßnahmen, die benötigt werden, addieren, alles offizielle Daten, dann sind sie beim Minimum 570 Millionen Euro. Das sind die Mehrkosten,
die der Stresstest, die das Plus erbringen wird. Erst nach der Landtagswahl, vorher wäre es unangenehm, aber das kommt dabei raus. Und über das Geld könnte man noch viel reden. Ich muss da im Moment schneller drüber gehen. Ich sage Ihnen nur, die Schlichtung selber sagt 4,1 Milliarden offizielle Kosten für Stuttgart 21. Wir reden nicht von der Neubaustrecke. Wenn man dann das guckt, was die alles rausgerechnet haben, ist man schon bei 4,6. Haben die Wirtschaftsprüfer Ihnen nachgewiesen. Da ist das hier ganz besonders schön. Eine großartige Zahl. Wir haben von der Bahn gesagt bekommen, Ausstiegskosten sind sehr hoch. Da müssen wir 176 Millionen Planungskosten abschreiben. Dann haben wir geguckt, wo sind die Kosten eigentlich bei dem Bau von Stuttgart 21, da waren sie nicht. Dann haben wir uns gefragt, ja, wieso kostet es 176 Millionen auszusteigen, wenn man es gar nicht ausgibt? Und da haben sie uns erklärt, ja, die 176 Millionen schenkt die Bahn dem Projekt. So werden einfach die Kosten um 176 Millionen runter, das Geld wird ausgegeben, aber die Bahn behauptet, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist die Seriosität von dem Ganzen. Wir sind also in Wahrheit jetzt schon mit den Bahnzahlen, wenn wir dann noch ein bisschen dieses optimistisch ablässt, ja, die behaupten ja, sie könnten 900 Millionen einfach so einsparen, sagen die Wirtschaftsprüfer, optimistisch, schafft er nicht. Ist man bei 5 Milliarden heute, dann kommt das Plus noch oben drauf und dann sind sie mindestens bei 5,5 Milliarden. Der Abbruch, und das kommt als Argument, aber wenn wir aussteigen, kostet doch auch Geld. Ja, gut, da sagt die Bahn erstmal, bei einem Projektausstieg, ist ja vorhin aus der Schlichtung, muss man 2,9 Milliarden Euro abschreiben. Das klingt gigantisch und wenn das so wäre, die Aussage, okay, da können wir ja wohl nicht anders, da müssen wir halt bauen. Aber wenn man das mal die Luft rauslässt, aus dem, was da dahinter steht, da stehen hier zum Beispiel diese Ersatzinvestitionen von 1,3 Milliarden Euro. Was ist das? Das ist das, was man in den bestehenden Bahnhof investieren muss, sagen die, um ihn betriebsfähig zu halten. Das ist aber kein Abbruch, sondern das sind dann allenfalls die Kosten für den Kopfbahnhof 21. Man kann sie jedenfalls nicht zweimal rechnen. Man kann nicht sagen, ich gebe 3 Milliarden für den Kopfbahnhof aus, und dann das noch als Abbruchkosten oben drauf, weil das ist das, was wir am Kopfbahnhof machen müssen. Nur, die Sache wird noch viel besser. Also merken wir uns, 2,9 Milliarden, lese ich in der Zeitung, kostet der Abbruch. Wenn man dann aber noch guckt, was da alles drinsteckt, dann ist da zum Beispiel der Grundstücksgeschäft im Wert von 750 Millionen drin. Das ist aber kein Abbruchkosten, sondern ist nur die Frage, rechte Tasche, linke Tasche, hat die Stadt Stuttgart das Geld oder die Bahn? Kosten sind das keine. Kosten sind das keine. Und das Wunderschöne ist, wenn man also echt anguckt, Stuttgart 21, schrumpfen die 3 Milliarden auf 455 Millionen echte Abbruchkosten zusammen. Und da will ich Ihnen nur noch ein Beispiel, wie man so zu Zahlen hochrechnet, wenn man ein Projekt kaputt machen will. Wenn man Kopfbahnhof kaputt machen will, macht man Folgendes. Man schreibt 1,3 Milliarden Ersatzinvestitionen, das haben Sie vorher gesehen in der Rechnung. Und dann schreibt man hier 488 Millionen bis 2020. Da denkt man natürlich, na gut, der Rest kommt dann gleich danach. Da fehlt jetzt die Fußnote. In einer Bundestagsdrucksache steht, dass dieser Rest, die 1,3 Milliarden, also insgesamt die Investitionen, sind immer bis 2053 benötigt. Ja, in der Zeit müssen Sie ja den bestehenden Bahnhof wieder sanieren. Also, ja, und den neugebauten auch, der ist alles 40 Jahre kostenlos. Also für die Abbruchkosten, alles was man in den nächsten 43 Jahren noch in den Bahnhof investieren muss, auszugeben, das ist Scharlatanerie, nichts anderes. Und tatsächlich bis 2020 haben sie nach Drucksache des Bundestags 340 Millionen angegeben. Also irgendwo in dem Bereich bewegt sich's, aber das sind alles die Investitionen, die man halt 15 Jahre unterlassen hat, weil es wurde ja nichts mehr gemacht an dem Bahnhof. Also sicherlich kein verlorenes Geld und auf jeden Fall enthalten in dem, was wir machen würden. Wenn man das alles zusammenzählt, stellt man also fest, nicht 3 Milliarden sind die Ausstiegskosten, sondern 455. Und wenn man eine Milliarde großzügig annimmt, dann kommt die Schlussfrage, wird es jetzt gebaut oder gestoppt? Und da ist ja wichtig, was ist billiger, weitermachen oder umsteigen? Offizielle Kosten 4 Milliarden, real mindestens 5, das Plus dazu sind wir bei 5,5 Milliarden Euro. Das wird uns der Spaß auf jeden Fall kosten. Bahn behauptet, Kopfbahnhof modernisieren kostet 3 Milliarden Euro. Ich halte das für weit überzogen, ist ja überhaupt nicht plausibel, ja, dass das mit diesen riesen Tunnelstrecken und dem neuen Bahnhof kostet 4 Milliarden. Und der Kopfbahnhof bauen ohne Ausstiegskosten, einfach nur die zusätzlichen Gleise nach Cannstatt. Und den 10 Kilometer, 13 Kilometer langen Tunnel. Ja, natürlich. Ja. Aber dass das dann fast so viel kosten soll wie das, ist doch völlig unplausibel. Wenn 33 Kilometer Tunnel 4 Milliarden kosten, dann kostet doch 13 Kilometer nicht eine Milliarde weniger. Das kann nach Adam Ries überhaupt nicht sein. Das ist eine maßlos aufgeblähte Zahl. Aber ich nehme sie mal als real. Ich tue so, als würde die stimmen. Und nehmen auch noch die völlig überzogene Ausstiegskosten dazu.
dann bin ich bei 4 Milliarden Euro, was unter Einbeziehung der Abbruchkosten der Kopfbahnhof kostet, der mehr Züge fahren lassen kann, schnellere Verbindungen ermöglicht und besseres Umsteigen schafft. Dann haben wir also ein 1,5 Milliarden Euro billigeres Projekt, das viel leistungsfähiger und besser ist. Und dann wird immer gesagt, wir haben 15 Jahre lang das geplant, dann müssen wir das machen. Warum denn um Gottes Willen? Wenn ich so viel Geld übrig habe, kann ich noch viel bessere Sachen damit machen. Und da bin ich auch, Herr Kollege, bin ich bereit, wenn es 5 Jahre länger dauert, oder mehr wird die Differenz nicht sein in der Realität, 5 Jahre lang darauf zu warten und das Geld vorher für die Sanierung von Schulen und Kindergärten und die Hochschulen auszugeben, den kommunalen Finanzausgleich nicht auszuplündern, jedenfalls etwas zu tun, wo das Geld Rendite abwirft und nicht sinnlos zu vergraben. Und dass man an so einem Projekt festhält, ist besonders absurd, wenn man sich klar macht, die Ausgangslage ist ja 3 Milliarden gegen 5,4. Weil hier, die Ausstiegskosten hätte ich ja nie gehabt, wenn ich von Anfang an das richtige Projekt geplant hätte. Das heißt, wir haben uns 15 Jahre lang so auf das falsche Projekt versteift, dass wir etwas, das nur halb so viel kostet, aber wesentlich mehr kann, nicht einmal geprüft haben. Das ist Verbohrtheit, das braucht man wahrscheinlich, wenn man Tunnelbau, da ich gleich fertig bin, das ist das Fazit, K21 ist billiger und besser als Stuttgart 21, mache ich auch fertig und dann können wir die Streitfragen durchdiskutieren, dauert es länger. 2 Jahre fürs Raumordnungsverfahren, sagt die Bahn, 2 Jahre fürs Planfeststellungsverfahren, für die kleineren Maßnahmen, die wir brauchen, im bestehenden Bahnbereich, in 8 bis 10 Jahre für verschiedene Module. Das geht bis 2025, wenn man es nicht so macht wie bei Stuttgart 21, dass man alle 3 Jahre alle Ingenieure entlässt, weil man sich gerade entschieden hat, das Projekt zu lassen und nach 3 Jahren wieder einstellt und wieder von vorne anfängt. Deswegen hat die Planung so lange gedauert. Mit dem Planungsrecht hat es nichts zu tun, sondern mit dem Hü-Hot. Ein Tag macht man es, ein Tag nicht. Und dann gibt es das letzte bedeutende Argument, ja, aber selbst wenn es in Mozis und viel mehr kostet, muss man es trotzdem machen, weil wir haben ja Verträge. Und Verträge sind bindend, Pacta sunt servanda, aber man weiß, Verträge kann man ändern. Man braucht nur den Atomausstieg angucken. Da gibt es auch einen Vertrag, da gibt es sogar ein Gesetz. Trotzdem wurde das rückabgewiesen. Wenn alle Parteien einverstanden sind. So ist es, wenn beide Parteien einverstanden sind. Wer sind die Parteien? Die Deutsche Bahn, der Bund, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart. Das heißt, es ist eine rein politische und überhaupt nicht juristische Frage. Es geht nur um den politischen Willen. Und deswegen lassen wir doch nicht mit juristischen Argumenten kommen, dass es rechtlich nicht ginge. Das ist eine politische Frage, wenn man will, kann man ausschreiben. Und sogar juristisch kommt man raus. Wenn man nicht einig ist, kann man strittig raus. Wann kann man strittig aus einem Vertrag raus? Wann kann man strittig aus einem Vertrag raus? Wenn die Geschäftsgrundlage entfallen ist. Und wenn der Stresstest das sagt, was ich Ihnen hier vorgerechnet habe, und was er unzweifelhaft erbringen wird, dass die dem Parlament etwas vorgegaukelt hat, dass der überhaupt nicht die Leistungsfähigkeit für ein Jahrhundert hat, sondern schon im letzten Jahrhundert stecken geblieben ist, dann ist das der Wegfall der Geschäftsgrundlage. Ich kann nicht den ICE anbieten und zum doppelten Preis eine Dampflok verkaufen. Wenn mir das einer anbietet, darf ich sagen, das pelscht den Mut. Die Parlamente wurden getäuscht, man hat ihnen die Kosten gnadenlos runtergerechnet. In der Schlichtung wurde eindeutig bewiesen, zu dem Zeitpunkt, als der Landtag 3 Milliarden Euro beschlossen hat, sie saßen dabei, haben die Finger gehoben, hatte die Bahn interne Berechnungen 4 Milliarden Euro. Und sie hat sie halt nicht rausgerückt im Parlament. Ein solcher Beschluss ist null und nichtig. Und schließlich ist es auch verfassungswidrig, das überhaupt aus der Landeskasse zu finanzieren. Ein solcher Vertrag kann auch einseitig aufgekündigt werden. Jetzt gibt es die letzte Folie. Wird es jetzt gebaut oder gestoppt? Da gibt es eine einfache Alternative. Der Herr Markus wird wiedergewählt. Dann kann man in einem Satz sagen, es wird gebaut und es wird noch ziemlich viel Geld nachgeschossen. Koste es, was es wolle. Bei der MBW das gleiche Prinzip. Koste es, was es wolle. Wenn Kretschmann der Ministerpräsident wird, dann wird man ernsthaft den Stresstest zu Ende führen und einen Kassensturz machen. Und dann wird die SPD-Forderung nach einem Volksentscheid klären, ob man nochmal in die Landeskasse greift oder ob man den Kopfbahnhof baut. Das ist ein mühsamer und schwieriger und zugegebenermaßen unwahrscheinlicher Weg. Der andere ist wahrscheinlicher, aber das ist der bessere. Und ich bin heute Abend hier, weil ich für die bessere Lösung kämpfe. Deswegen ist mein Appell zum Schluss. Wählen gehen und oben bleiben.